zur heutigen Tagung ist festzuhalten, Frau Thomas, ich könnte jetzt sagen, die überflüssigste Tagung der Welt. Weil eigentlich wissen wir ja, dass die Energiepolitik Mist ist. Nicht? Also das ist ja das ganz große Faszinosum, dass der Traum und die Wirklichkeit immer weiter auseinanderklaffen. Diese Energiewende ist schon lange gescheitert. An den Gesetzen der Physik, an den Gesetzen der mathematischen Statistik und Stochastik und an den Gesetzen der Ökonomie. Das ist ganz einfach. Sie wissen, was Habeck dazu gesagt hat. Ach, das sind ja bloß Zahlen. Entweder wir entscheiden uns für eine Minderung von CO2 oder wir helfen der Menschheit, sich an das Klima anzupassen. Aber nur mit der Minderung von CO2 kann man auch Geschäfte machen, Geld machen. Das Geld geht von Einwohnern zu den Windanlagenbetreibern und die bringen das weg aus der Gemeinde. Da bleibt nichts übrig, bis auf die Pachtkosten vielleicht, die an Pachtzahlungen erfolgen. Auch ein Auge darauf zu lenken und darauf zu haben, dass die politische Dimension bedeutet, das ist der Weg in die Knechtschaft, wie es für sich August von Hayek 1944 beschrieben hat. Viel Spaß bei dieser Tagung. Ich bekomme das Zeichen, wir können anfangen mit einem guten CT, mit einem guten Comtempore. Ich begrüße Sie hier, die nach Frankfurt gekommen sind, zu der Veranstaltung des Vereins Fortschritt in Freiheit zum Thema Energiewende und, wie man früher in den Fernsehshows gesagt hat, draußen an den Fernsehschirmen, denn diese ganze Veranstaltung wird aufgezeichnet und die können Sie dann später auf YouTube hören mit den gesamten fein ziselierten Argumentationslinien unserer Fachleute. Doch zuerst möchte ich gerne mal Hannelore Thomas das Wort erteilen. Sie ist die Vorsitzende des Vereines und eigentlich die Seele des Vereines. Ja, ich bedanke mich auch und begrüße Sie herzlich. Vielleicht sind Sie das nicht so gewohnt, aber wir haben Sachverständige, die alles auf den Tisch bringen, was gesagt werden muss. Einiges werden Sie heute schon wieder erkennen, was Sie vielleicht in der Presse oder bei Tischis Einblick gelesen haben. Aber es gibt auch viel Neues, was Sie überhaupt noch nicht wissen. Und es wäre schön, wenn Sie dann unseren YouTube-Kanal abonnieren, damit das auch mehr bekannt wird, vielleicht auch noch einen Kommentar dazu schreiben. Und wir freuen uns natürlich, weil wir, wie sagen, dass die Adonymer keine staatlichen Zuschüsse bekommen, wenn wir vielleicht belohnt werden für unsere Arbeit mit einer Mitgliedschaft, die kostet im Jahr 20 Euro. Die ADAS-Initiative hat 4.000 Mitglieder und braucht nicht so um Spenden zu betteln. Und wenn wir vielleicht 3.000 Mitglieder haben, mit weniger Mitgliedsbeitrag, sondern nur 20 Euro, wäre uns das auch schon sehr geholfen. Und ja, ich wünsche Ihnen viele neue Erkenntnisse und ich hoffe, dass Sie nicht zu deprimiert nach Hause gehen. Dankeschön. Diesen Beifall hat sich Hannelore Thomas wirklich verdient. Ich selber bin Holger Douglas, in meinem früheren Leben ziemlich lange beim ZDF gewesen und davor auch noch bei anderen Anstalten. Hatte dann lange Wissenschaftstechnik-Sendungen für den arabischen Kanal von Al Jazeera produziert und Roland Tichy lässt mich jetzt seit doch sehr langer Zeit auf seinem Tichys Einblick-Blog schreiben und ich produziere auch noch den Tichys Einblick-Wecker, vielleicht kennen Sie den. Dankeschön, ich bin ganz gerührt. Das ist eine wirklich sehr anspruchsvolle Arbeit, die seit 2,5 Jahren läuft. Und dazwischen lädt mich der Verein ein, die Diskussionen immer zu moderieren, die sich dadurch auszeichnen, dass nicht nach 30 Sekunden ein Moderator wild geworden die Diskutanten unterbricht und zum nächsten Thema weitergeht, sondern hier darf jeder ausreden und es kommt darauf an, dass Informationen und Gedankenlinien veröffentlicht werden und gesagt werden können. Wir haben einen ganz berühmten Stargast hier sitzen, Roland Tichy, der Begründer des gleichnamigen Blogs und er gibt uns die Ehre, dass er ein paar
Grußworte an uns spricht. Und ich darf ihn auf die Bühne bitten. Bei Holger bin ich mir nie ganz im Klaren, wann meint das ernst und wo beginnt der Spott, wenn er sagt, dass er bei mir schreiben darf. Ich bin froh, dass ich noch manchmal zwischen ihm was schreiben darf, weil er eben so viel und so gute Dinge schreibt. Zur heutigen Tagung ist festzuhalten, Frau Thomas, ich könnte jetzt sagen, die überflüssigste Tagung der Welt. Weil eigentlich wissen wir ja, dass die Energiepolitik Mist ist. Nicht? Also das ist ja das ganz große Faszinosum, dass der Traum und die Wirklichkeit immer weiter auseinanderklaffen. Wenn man eine Fehlentscheidung trifft, politisch, privat, wirtschaftlich, ist es ja manchmal so, dass Prognose und Wirklichkeit nicht zusammenpassen. Aber was in der Energiepolitik passiert, ist ja, dass seit 15 Jahren die Lücke immer größer wird. Jetzt könnte man sagen, irgendwann muss es ja aufhören, wir müssen ja nur warten. Wir warten ja eigentlich alle drauf, auf den Blackout oder auf sonst irgendwas, dass den Leuten das einleuchtet. Aber wir haben etwas unterschätzt oder unterschätzen immer noch eines. Wenn diese Lücke in der Politik immer größer wird, greift man uns einfach immer noch tiefer in die Tasche. Wir sind ja mittlerweile alle geradezu Sklaven der Energiewirtschaft der neuen Form. Energie wird teurer, sie wird unzuverlässiger, sie zerstört die Umwelt, sie macht alles Mögliche kaputt und wir zahlen. Die Wege, auf denen wir zahlen, werden immer vielfältiger, die Lobby wird immer reicher, der Widerstand wird wieder niedergeknüppelt und wir erleben ja jetzt, wie immer, wenn so etwas passiert, dass jetzt Zwangsmaßnahmen eingeleitet werden, die weit über die Energiepolitik rausgehen. Wir erleben ja jetzt die Gesetze, die Nancy Faeser vorhat, nämlich zu bestrafen denjenigen, der unter der Strafbarkeitsschwelle irgendetwas sagt, was den Staat delegitimiert. Daran ist das Ungeheure. Wenn es ein Strafverfahren gibt, mag es gut ausgehen oder schlecht oder gerecht oder ungerecht, es folgt strengen Regeln. Es gibt einen Ankläger, es gibt einen Verteidiger, es gibt einen Richter. Bei Frau Faesers Vorhaben geht es darum, unter der Strafbarkeitsschwelle ein Urteil zu treffen, ohne Berufung, ohne Verteidigung, ohne Richter und Strafen auszusprechen, die nicht im Gesetzbuch, im Strafgesetzbuch stehen, sondern bedeuten, dass sie beispielsweise die Gewerbeaufsicht ins Haus bekommen, dass ihr Bankkonto gesperrt wird, dass sie ihren Job verlieren und ähnliche Dinge mehr. Alles dieses hat den Zweck, den Widerstand gegen falsche politische Entscheidungen buchstäblich niederzuknüppeln. Deswegen ist Ihre Veranstaltung unglaublich wichtig. Frau Thomas, sie ist nicht die überflüssigste Veranstaltung, sondern eine wichtige. Aber ich möchte Sie bitten, nochmal jenseits der technischen und wirtschaftlichen Dimension, die Sie besprechen werden, über die wir dann auch gerne berichten, und Holger Douglas macht es ja perfekt, mit feinem Spott, der sich leider auch mir manchmal als Opfer, mich manchmal als Opfer aussieht, auch ein Auge darauf zu lenken und darauf zu haben, dass die politische Dimension bedeutet, das ist der Weg in die Knechtschaft, wie es für sich August von Hayek 1944 beschrieben hat. Viel Spaß bei dieser Tagung. Roland Tichy, vielen Dank. Wir haben jetzt hier noch das ZK, das Podium sitzt etwas arg hoch und das erinnert mich an frühere Zeiten. Wir haben hervorragende Fachleute auf unserem Podium heute sitzen und ich darf Sie bitten, sich einmal selbst erstmal vorzustellen und kurz beschreiben, was Sie machen. Und ich darf ganz von Ihnen aus gesehen rechts außen anfangen. Matthias Hornsteiner, bitte, könnten Sie kurz erzählen, was ich gelernt habe und was Sie machen. Ja, ich begrüße auch die Runde ganz herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung. Mein Name ist Matthias Hornsteiner. Ich habe Meteorologie und Astrophysik studiert an den Universitäten München und Innsbruck. Ich bin später nach München zurückgegangen, habe dort viele Jahre lang gelehrt an der Uni im Fachbereich theoretische Meteorologie. Dieses Grundlagenfach ist inzwischen so gut wie ausgestorben, es ist nicht mehr erwünscht, weil es natürlich zu Ergebnissen führt oder führen kann, die
gängigen Ideologie zu widersprechen können, und dieses Risiko will man nicht eingehen. Mit anderen Worten, ich bin ein wandelnder Anachronismus. Ich habe dann auch entsprechend die Konsequenzen gezogen, habe die Uni vor etlichen Jahren verlassen, bin jetzt in der Hochfrequenztechnik, Hochfrequenzphysik tätig in Österreich. Ich habe Forschungsaufenthalte gehabt in Amerika und in Kanada, auch in den Bereichen Alpinmeteorologie und Radiometeorologie. Mein Hauptfachgebiet ist und bleibt weiterhin die theoretische Meteorologie, das ist die Grundlagenforschung. Da kann man sich jetzt vielleicht am Anfang wenig drunter vorstellen, das hat jetzt nicht so sehr mit Wettervorhersage zu tun, sondern mit den mathematischen und physikalischen Grundlagen, auf denen letztendlich die gesamte Meteorologie aufbaut und auf die auch letztendlich die Klimaforschung aufbaut oder aufbauen sollte. Ansonsten wäre dazu zu sagen, ja, ich bin weiterhin in verschiedenen Gremien aktiv, auch in der Radiometeorologie, und ja, ich freue mich dann auch auf eine spannende Runde heute. Vielen Dank, und dann... Und neben ihm sitzt Detlef Ahlborn, bekannt von furiosen Auftritten auch auf YouTube. Er ist Maschinenbauingenieur, kann also rechnen, aber leider hört in Berlin niemand auf ihn. Detlef Ahlborn, stellen Sie sich doch kurz vor, was Sie machen und was für ein Unternehmen Sie haben. Tja, also mein Name ist Detlef Ahlborn, Name ist ja gerade gefallen. Ich betreibe im nordhessischen Großamerode, das ist östlich von Kassel, so ziemlich genau in der Mitte von Deutschland, ein kleines Unternehmen. Das ist das Unternehmen meines Großvaters. Von daher ist mir auch Nachhaltigkeit durchaus bewusst. Die muss ich jeden Tag leben, indem ich diese Firma weiterführe. Ich bin Maschinenbauingenieur mit einer ausgeprägten Affinität zur höheren Mathematik und zur theoretischen Physik. Und mein Spezialgebiet ist bei den erneuerbaren Energien die Volatilität der Wind- und Solarstromerzeugung. Ein super spannendes Thema. Deshalb super spannend, weil man sich da durch die Tiefen der mathematischen Statistik und der mathematischen Stochastik wühlen muss. Ein Thema, bei dem man durchaus, wenn man da tief genug einsteigt, graue Haare kriegt. Das kann man hier sehen. Und wer sich jemals mit dem Thema beschäftigt hat, die Astrophysiker, die wissen das. Das ist beliebig kompliziert und beliebig anspruchsvoll. Ich habe allerlei Veröffentlichungen zum Thema vorzuweisen, auch in namhaften Magazinen. Unter anderem die Frage, wie groß muss ein Speicher sein für erneuerbare Energien? Und die andere Frage, wie ist das mit dem Ausgleich der Windstromerzeugung in der großen Fläche? Also hilft uns die Windstromerzeugung in Italien oder Finnland oder Irland, wenn wir eine gleichmäßige Stromversorgung haben wollen? Außerdem bin ich der stellvertretende Vorsitzende der Bundesorganisation Vernunftkraft. Vernunftkraft ist die flächendeckende Organisation sämtlicher Bürgerinitiativen in Deutschland gegen Windkraftanlagen. Und da bin ich dann zu dem geworden, der durch die Lande zieht und die Bürgerinitiativen dann unterstützt bei Bürgerversammlungen. Was die Presse dann darüber schreibt, ja, ist dann, also je nach Geschmackslage, ich bin das Maschinengewehr von Vernunftkraft oder auch der Wanderprediger, je nachdem, wie das die Presse so gern wertet. Ja, also jedenfalls, unsere Gegner, die mögen mich überhaupt nicht. Und rücken mich auch gern in eine rechte Ecke. Ja, wir sind alles AfD-affin und gehören zu rechten Netzwerken. Das ist natürlich alles erschwindelt und erstunken und erlogen. Ich bin Mitglied der FDP, ich bin in meinem kleinen Großamerode für die Freien Wähler Mitglied des Stadtparlaments, stellvertretender Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses. So ein ganz lieber, braver Bürger in einem kleinen Städtchen, der halt sich für die Sache engagiert. Und für diese Sache Energiepolitik engagiere ich mich mit Leidenschaft. Ich kann auch manchmal böse werden und da schneiden und eklig werden, aber eigentlich ist das nicht meine Art. Und damit will ich es bewenden lassen und gebe das jetzt mal weiter oder zurück an den Kollegen Douglas. Vielen Dank, Detlef Ahlborn. Frank Heidmann ist aus Mecklenburg-Vorpommern angereist und dort kommt er direkt aus dem Herzen der Finsternis, der Energiewende. Können Sie sich mal kurz vorstellen, was Sie dort machen? Bin ich zu hören? Ja, okay. Also ich bin, hier steht zwar Infrastrukturplaner oder Projektleiter, können Sie nehmen, wie Sie wollen. Also seit 2005 bin ich in einem Planungsbüro und ich setze das um,
was hinlänglich als Energiewende betrachtet wird. Ich habe zwei Berufe im energietechnischen und elektronischen Bereich und ich mache das rechtlich und technisch. Setze ich das um für Stadtwerke, Energiekonzerne, Einspeiser, setze ich denen ihre Maßnahmen um und drücke die Anlagen in die Grundbücher rein, sowie technisch übergebe ich die Anlagen dann an die Baubetriebe und passe auf, dass das so weit funktioniert, dass das so gebaut wird, wie wir uns das ja alle hier in diesem Land vorgestellt haben, was aber kaum einer so weit mitkommt. Also ich bin ein Täter oder Aktiver, können Sie nehmen, wie Sie wollen, von der Sache her, aber mein Job ist das, umzusetzen, was wir hinlänglich als Energiewende betrachten. Vielen Dank. Thomas Mock ist Rechtsanwalt. Man kommt ja heute kaum noch umhin, etwas ohne Juristen zu sagen. Sie sind seit fast 30 Jahren hinter dem her, was Energiewende, CO2-Schwindel und das alles betrifft. Beschreiben Sie doch ganz kurz, was Sie machen und wo Sie herkommen. Ja, ich bin der Kölsche Junge, Köln geboren. Und für mich natürlich der Kölner Dom im Mittelpunkt der Erde. Und das passt natürlich ganz gut im Hinblick auf die Entwicklung der Windanlagen. Ich habe 1999 einen Aufsatz geschrieben, als erster in Deutschland, der darauf hinwies, dass die Windanlagen inzwischen die Höhe des Kölner Doms erreicht haben. Seitdem ist das vielfach publiziert und kopiert worden, aber mein Name wurde leider nie erwähnt, dass ich das als erster Mal als Vergleich in die Welt gesetzt habe. Ja, ich bin jetzt 67 Jahre alt, bin seit 34 Jahren Rechtsanwalt und seit 30 Jahren bin ich als Anwalt in Sachen Windkraft unterwegs. Seit 30 Jahren. Ich habe letztes Jahr mein 30-jähriges Windkraftdienstjubiläum gehabt und habe an großen Teilen der Rechtsprechung in Sachen Windkraft in Deutschland teilgenommen, natürlich immer von der kritischen Seite, weil ich grundsätzlich für Anwohner und für NGOs unterwegs bin. Da gibt es nur wenige Anwälte. Die meisten Anwälte sind für die Windindustrie tätig, weil man dort auch sehr viel Geld verdienen kann. Und ich war, und das hilft mir sehr, ich war parallel 25 Jahre in der Großindustrie tätig, in den größten Rohstoffkonzernen Europas. Und habe deshalb sehr guten Einblick in die globale Rohstoffthematik. Das heißt, wo kommen die Rohstoffe für Windanlagen her? Da werde ich sicher nachher noch was zu erzählen können. Und das gerät leider immer sehr gerne und sehr leicht aus dem Blickwinkel. Was nämlich passiert im Vorfeld, bevor die Windanlagen Strom produzieren, was da alles an schlimmen Dingen passiert. Und im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, was mir auch durchaus geholfen hat und was mir auch einen anderen Blick auf das ganze Thema gewährt. Nämlich, ich hatte mit meiner Familie einen Resthof in der Eifel, einen Bauernhof mit 7000 Quadratmeter Restfläche, die wir in 40 Jahren bewirtschaftet haben und mit über 500 Bäumen bepflanzt haben. Also einen richtig schönen kleinen Wald und so weiter und direkt an der Grenze zu einem Landschaftsschutzgebiet. Und das wurde dann irgendwann als Windindustriegebiet geplant. Und das fing dann so an, dass erst sollten es 4 Anlagen sein, plötzlich sollten 18 Anlagen sein. Die Bürgerinitiative, die sich gebildet hat, hatte ich dann gebeten, ihnen zu helfen. Am Ende kamen 9 Anlagen raus und meine Frau und ich haben gesagt, als die Anlagen 2 Jahre in Betrieb waren, ob wir das hier aushalten, glauben wir eher nicht. Und haben uns nach langen Zeiten dazu durchgerungen, den Hof zu verkaufen, wobei es nicht ganz einfach war, weil die Käufer, die kamen, haben die Windanlagen gesehen, haben gesagt, nein, also sowas wollen wir eigentlich nicht kaufen. Wie auch immer, am Ende haben wir es verkauft und das war sehr schmerzhaft. Nur ich kann natürlich aufgrund dieser Erfahrung selbst sehr gut nachvollziehen, aus subjektiver eigener Geschichte, was es heißt, in den Windanlagen wohnen zu müssen. Und inzwischen, meine Frau und ich waren lange Jahre nicht da, sind jetzt mal wieder hingefahren. Inzwischen stehen da rund um 60 Windanlagen. Und insoweit war das mit Sicherheit keine falsche Entscheidung, auch wenn es uns sehr schwer gefallen ist. Und seit 3 Jahren bin ich nicht mehr in der Industrie tätig, sondern freischaffender Anwalt und kann mich jetzt endlich mal auf das konzentrieren, was ich lange Jahre nicht so konnte, aufgrund meiner prioritären Industrietätigkeit. Kann aber auf die Erfahrung natürlich zurückgreifen, was globale Rohstoffe und so weiter anlangt. Und das ist ein hochspannendes Gebiet und vielleicht kann man darauf nachher noch zurückkommen. Insoweit vielen Dank erstmal für die Vorstellung. Vielen Dank. Jetzt wissen Sie es, mit wem Sie es zu tun haben. Kurze Frage. Verständlich sind alle Teilnehmer? Sie können sie akustisch gut hören?
Ja, gut. Jetzt werfen wir mal einen Blick drauf, worum es heute überhaupt geht, Energiewende oder Energieende. Sie haben sicherlich gelesen, dass RWE Großes plant. Deutschlands größter Kraftwerksbetreiber RWE will nämlich gigantische Kapazitäten an Kohlekraftwerken in den nächsten Tagen im Ruhrgebiet abschalten. 5 große Kohlekraftwerke sollen abgeschaltet werden und dies, obwohl der Bundesrechnungshof ja noch gewarnt hatte in einem Sonderbericht, dass die Stromversorgung Deutschlands mittelfristig nicht mehr sicher sei. Sie wissen, was Habeck dazu gesagt hat. Ach, das sind ja bloß Zahlen. Es fehlt danach an allem nach diesem Rechnungshofbericht. Zu wenig Strom, zu wenig Reservekraftwerke, zu wenig Stromleitungen, also zu wenig Netze. Als wirklichkeitsfremd hat der Präsident des Bundesrechnungshofs alle anderslautenden Ansagen von der Bundesregierung und der Bundesnetzagentur bezeichnet. Das ist für einen Behördenleiter schon relativ deutlich in diesen Zeiten. In diesem Jahr also will laut RWE-Chef Kreber die RWE-Kraftwerke mit einer Kapazität von 2,5 Gigawatt stilllegen. Außerdem sollen die beiden 600 Megawatt-Blöcke in Neurath abgeschaltet werden. Die wurden, erinnern wir uns nochmal, extra verlängert per Gesetz, weil sonst die Stromversorgung arg auf der Kippe stand. Die werden jetzt also von RWE einfach abgeschaltet. Für uns Verbraucher wird das teurer. Im Jahre 2022 mussten die Verbraucher allein 4,2 Milliarden Euro für sogenannte Regelleistungen bezahlen. Also das sind die Leistungen, die die RWE und die Übertragungsnetzbetreiber bezahlen müssen, um Kraftwerke vorzuhalten, die bei zu wenig Strom einspringen und versuchen, das Stromnetz noch stabil zu halten. Im vergangenen Jahr ist die Summe noch höher, bestimmt noch höher, doch die Zahlen liegen noch nicht vor. Und ohne solche Kraftwerke würde das Netz zusammenbrechen. Das ist auch Habeck und seinen Kollegen im Bundeswirtschaftsministerium klar. Deswegen haben die gesagt, wir brauchen neue Kraftwerke, Gaskraftwerke sollen es sein. Habeck sagt 20 neue große Kraftwerke bis 2030. Fachleute sagen aber, das müssten 40 bis 50 sein, mindestens. Und wenn wir auf die Praxis schauen, geschehen ist noch überhaupt nichts. Es wurden bisher keine Ausschreibungen vergeben und völlig unklar ist auch, wer die bauen soll. Es gibt keine ausreichenden Kapazitäten bei den Kraftwerksbauern dazu. Und außerdem verschlingen Gaskraftwerke sehr hohe Mengen an Gas. Gas, das wir auch nicht gerade im Überfluss haben. Und noch lustiger wird die Angelegenheit, wenn wir uns die Größenordnungen ansehen. Der Bedarf an neuen Kraftwerken soll in einer Größenordnung bis 40 Gigawatt bis zum Jahre 2030 sein. Und zum Vergleich, das ist etwa die Hälfte der elektrischen Leistung, die Deutschland benötigt. Also mal eben die Energieversorgung Deutschlands zur Hälfte neu aufbauen, und zwar pronto bis 2030. Etwa 5 bis 6 Jahre braucht es, bis ein Kraftwerk fertig ist, wenn denn die Voraussetzungen geklärt sind. Ein bisschen trösten können wir uns mit dem, was RWE-Chef Kreber gesagt hat. Der kann sich vorstellen, bis 2030 Kraftwerke mit einer Kapazität zu errichten, raten Sie mal, von 3 Gigawatt. Das hat er also gesagt, zugestanden, sowas will er machen. Detlef Ahlborn, Sie sind Unternehmer, haben wir eben gerade gehört. Sie leiten eine Maschinenbaufirma. Wie lange würde es denn Ihr Unternehmen geben, wenn Sie so planen und wirtschaften würden? Naja, also spätestens ab dem Augenblick, wo also mit Stromausfällen zu rechnen ist, spätestens dann wird es für mich ernst werden und für jede andere Firma in Deutschland natürlich auch. Da wird ja gern so eine wunderschöne Floskel kolportiert, das nennt sich Demand-Side-Management. Das heißt also so viel wie, dass sich der Verbraucher der Erzeugung anpasst. Also mit anderen Worten, dass ich die Produktion bei meinen Jungs nach Hause schicke, wenn es keinen Strom gibt oder wenn zu wenig Strom da sein sollte. Das nennt sich dann Intelligent Grid und mit einem Intelligent Grid will man das dann anfangen. Ich habe da so einen schönen Vergleich, stellen Sie sich bitte vor, Sie fahren mit Ihrem Auto auf der Bundesstraße und vorhin ist ein LKW, der fährt mit Tempo 60, Sie schalten jetzt runter in den dritten Gang und treten das Gas durch und wollen überholen, setzen den Blinker links
Und dann erscheint in Ihrem Display eine Fehlermeldung: Zurzeit sind nur 2 Zylinder verfügbar, bitte versuchen Sie es später noch einmal. Dann sind Sie bei Demand Side Management. Ja, und wenn denn die Leute, das hatte ich kürzlich wieder überlebt bei einer Veranstaltung, ich bin da öfter unterwegs, wenn die Leute dann durch die Lande ziehen und uns erklären, dass die zu errichtenden Windkraftanlagen und Solaranlagen so viele Haushalte mit Strom versorgen. Diese dazu gebauten Anlagen werden genau keinen einzigen Haushalt mit Strom versorgen, weder die mit Windkraft betriebenen noch die mit Solarkraft betriebenen. Warum? Weil es einfach windstille Nächte gibt. Wer das nicht glaubt, der soll an einem lauen Sommerabend grillen. Wer an einem lauen Sommerabend mal gegrillt hat, wird feststellen, erstens, dass es dunkel wird und zweitens, dass kein Wind weht. Das ist ungefähr so, wie wenn man die Wasserversorgung, ein wunderschönes plastisches Beispiel, die Wasserversorgung, wenn Sie die Wasserversorgung von Ihrem Haus umstellen wollen und die Wasserversorgung vom öffentlichen Netz abkneifen und die Wasserleitung an die Dachrinne anschließen. Und das, der Regeneintrag vom Dach wird dann die Wasserversorgung Ihres Hauses übernehmen. Dann können Sie dieses Demand-Side-Management am eigenen Leib studieren. Dann werden Sie feststellen, dass also die Benutzung der Toilette und die Dusche regelmäßig ausfällt. Warum? Weil es nicht regnet. So einfach ist das und das mit dem Wind ganz genauso. Wir wissen natürlich, dass eine solche Wasserversorgung eines Hauses zu Hause ganz einfach möglich ist mit einer Zisterne. Aber die Zisterne ist genau das Problem der Energiewende. Der Energiespeicher für die großen Bänkerenergien, den gibt es nicht. Und ich gehe einen Schritt weiter. Es gibt ihn nirgendwo in der Welt. Und es wird ihn auch in Deutschland nicht geben, und das kann man zeigen. Das ist eine etwas anspruchsvollere Aufgabe, die man aber durchaus mit Papier und Bleistift, man braucht da keine großen Computer für, mit Papier und Bleistift kann man sich überlegen, wie groß ein Speicher zu sein hat. Und dieser Speicher ist für unser Deutschland so groß, dass er nicht umsetzbar wird, nur damit Sie mal eine Größenordnung kriegen. Man bräuchte als Pumpspeicherkraftwerk 2-mal den Bodensee, einen Bodensee da, wo er ist, und einen zweiten in 400 Meter Höhe da oben drüber. Der eine ist das Unterbecken, der andere ist das Oberbecken und dazwischen da mal die Stromversorgung. Das würde für Deutschland funktionieren, nur damit wir mal eine Idee kriegen, von was wir hier reden. Und ich sage, ich mache Ihnen die Voraussage, genau das wird nicht funktionieren, das ist völlig illusorisch. Wir sind hier einer Illusion aufgesessen. Und alle diese Konzepte, die da überall kolportiert werden, mit Verlaub, die halte ich für hanebüchenden Unfug. Es hat sich dabei eine ganze Industrie breit gemacht, wir hatten da eben schon mal so andeutungsweise von gehört, das ist in meinem Fachbereich leider genauso. Ja, warum das ist, ist mir unbegreiflich. Da wird auch, wie soll ich sagen, ich sag mal so, die Tugend der Wissenschaft ist auch in unserem Land wirklich zum Teufel. Und wer es wagt, solche simplen Rechnungen aufzumachen, wie die, die ich gerade aufgemacht habe, ja, da wird dann also öffentlich verunglimpft, das grenzt schon an so Stasi-Methoden der Zersetzung. Ja, dass also Leuten was angehängt wird, mir wird dann angehängt, ich würde mit der AfD sympathisieren, all solche Geschichten, das ist natürlich alles dummes Zeugs. So, ich hoffe, ich habe das jetzt soweit erstmal beantwortet. Gebe das mal zurück an den Kollegen Douglas. Herr Albon, wie schätzen Sie, wie geht es weiter jetzt? Also die Lage ist da hinreichend gut beschrieben. Was wird jetzt als nächstes passieren? Wagen Sie mal einen Blick in die Zukunft. Also Also zunächst mal steht hinter diesem ganzen Stromversorgungsthema ein elementares, fundamentales Gesetz, das ist der Kirchhoffsche Knotensatz, der besagt, dass nur so viel Strom verbraucht werden kann, wie produziert wird und umgekehrt. Wir müssen für jeden, der den Strom verbraucht, auch den entsprechenden Strom ins Netz einspeisen. Und wenn dieses Gleichgewicht gestört ist, hat das verheerende bis vernichtende Folgen. Wir brauchen für die Stabilität des Stromnetzes die Schwungmasse von den großen Kraftwerksturbogeneratoren. Diese Schwungmassen sind der Ultra-Kurzzeitspeicher, um das mal zu demonstrieren. Das kann man sich ganz leicht überlegen. Wenn Sie zu Hause, sagen wir mal, Ihre Sauna einschalten, dann zieht es da, weiß ich, 3, 4, 5 kW aus dem Netz. Und die Frage ist, wenn Sie das in dem Augenblick, wo Sie das einschalten, wo kommt die Energie her? Und diese Energie kommt tatsächlich aus der Schwungmasse der Rotoren. Die werden in diesem Augenblick ein kleines bisschen langsamer, aber diese gewaltige Schwungmasse bügelt das aus. Jede Reduktion dieser Schwungmasse reduziert die Stabilität des Stromnetzes.
Das müssen Sie nur weit genug treiben und in den Entwicklungsländern ist das gang und gäbe. Da gibt es eine Störung dieses Gleichgewichts und dann kann so ein Stromnetz mal zusammenbrechen. Und je mehr wir abgeschaltet haben, desto gefährlicher wird das. Und ich hab mich etwas gewundert über diese Zahlen, die ich hier gehört habe. Denn nach den jüngsten Berichten, namentlich vom Bundesrechnungshof, betreiben wir heute unser Stromnetz an der Grenze. Wie man auf den Gedanken kam, dann noch 6, 7 Gigawatt Erzeugungsleistung abzunehmen, das weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Und auch der Chef der E.ON, ich glaube, es ist der Herr Birnbaum, der hat uns in dieser Frage vor kurzem was Wunderschönes gesagt, ich zitiere das mal, wir müssen uns in Fragen der Energiewende endlich ehrlich machen. Nochmal, wir müssen uns ehrlich machen und dazu zählt, die bitteren, einfachen, schlichten Zahlen mal zur Kenntnis zu nehmen. Danke. Herr Heidmann, Sie sind Elektroingenieur, Sie haben sich angesehen, es gibt ja verschiedene Lösungen, die vorgestellt worden werden, die aus dem Hut hervorgezaubert werden. Das sind Batterien, die dann ganz schnell die Energiedefizite ausgleichen sollen, wenn die rotierenden Massen nicht mehr da sein sollten, weil die Kraftwerke abgeschaltet werden. Wie ist es damit bestellt? Können die das ersetzen, was an rotierenden Massen wegfällt? Also es gibt ja Batteriespeicher in Aachen oder in Schwerin oder so, die Sachen. Das sind aber keine Speicher, das ist nur ein Name. Ne? Das ist eigentlich nur eine Relaisstation oder eine Schaltstation, die nur halb voll ist, weil sie eigentlich nur die Spitzen ausgleicht, die im Netz die Schwankungen ausgleicht. Das ist eigentlich auch die Sache, um Geld zu verdienen. Also der Speicher muss ja irgendwie betriebswirtschaftlich betrieben werden und diese Speichermöglichkeiten gehen ja nur dadurch, ich muss ja Geld generieren, um das Ding am Leben zu erhalten. Also werden diese Speichermöglichkeiten, die eigentlich keine sind, nur halb voll gefahren, um bei Lastspitzen, die reinfahren, reingehen und bei Abgabe schnell in einem Bereich von Millisekunden das abzugeben und die Frequenzhaltung zu machen. Für die Frequenzhaltung kriegt man Geld. Das ist eigentlich das Prinzip. Wenn man sich natürlich einen Speicher hinstellt und wartet darauf, dass er benutzt wird, wird man ja dann irgendwann pleite sein. Also das funktioniert ja nicht. Wie lange soll ich die Betriebskosten aufrechterhalten, Personal und Material zu halten? Ich muss aber dazu sagen, ich bin kein Elektroingenieur, ich sitze bloß auf einem Posten oder auf einem Ding, ich bin in der freien Wirtschaft tätig und da spielt es jetzt keine Rolle in dem Büro, wo ich bin oder in der Firma, wo ich bin. Hauptsache, die Leute verstehen was davon. Also man könnte auch jemanden nehmen, der das vernünftig kommuniziert. Das ist eigentlich das größte Problem. Weil, weiß nicht, meine Hauptaufgabe ist ja die, das umzusetzen und für Grundstückseigentümer, Kommunen, die Sache zum Laufen zu bringen. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Ich habe hier mal so einen Nutzungsvertrag, wo ich mal mitgebracht, kann das nachher mal was draus vorlesen. Denn die Frage steht ja, die Politik sagt, so und so viele Windkraftanlagen, so und so viele Anlagen müssen gebaut werden. Ist das überhaupt rechtlich durchsetzbar? Normalerweise gar nicht. Es gibt kein Gesetz, der jemand verpflichtet, eine Windkraftanlage auf seinem Grundstück zu setzen. Gibt es nicht. Es gibt keinen Zwang. Es ist eine komplette Freiwilligkeit. Die beruht nur auf Geld. Man muss die rechtliche Lage sehen. Das heißt, wir haben Netzbetreiber, die die Versorgung für die Bevölkerung übernehmen in diesem Land. Und die haben ein Gesetz hinter sich, weil sie den Versorgungsauftrag haben. Und die können das umsetzen und die Versorgung aufrechtzuerhalten. Die Energieparks, Photovoltaik und Windkraft nicht. Das sind rein Privatunternehmen, die nur ihr privates Interesse haben. Ich kann sie zu nichts verpflichten und zu nichts zwingen. Sie müssen nicht liefern, sie müssen nicht da sein und wenn sie in Urlaub fahren und stellen ihn ab, müssen sie auch nichts für die Versorgung beitragen. Null. Das heißt, dass sämtliche rechtlichen Vorgaben komplett unterschiedlich sind. Das wird von den meisten Menschen gar nicht erkannt. Deswegen könnten normalerweise, wenn man so will, dürften gar keine Anlagen entstehen. Das ist einfach nur der Faktor Geld. Ich beschäftige mich eigentlich nicht mit diesen Anlagen, sondern mit der Anbindung. Und das macht folgendes Problem.
Da wird ein Park ausgewiesen, was auch immer das ist. Und der muss da angeschlossen werden ans Stromnetz. Da ist ja vielleicht der Anschlusspunkt 10 Kilometer entfernt. Dann müssen Sie mit der Trasse durch 20, 30, 40 Grundstücke durch. Wenn die sich alle verweigern, den nicht durchzulassen, entsteht der Windpark nicht. Weil die Bank braucht die Garantie, dass die Trasse kommt. Die Anschlusstrasse, die kann nicht erzwungen werden, rechtlich nicht möglich. Das muss klar sein. Das wissen aber Kommunen und Ämter nicht und die wissen gar nicht, wie sie sich dagegen wehren können. Die Möglichkeit, sich gegen zu wehren, ist möglich. Das muss man natürlich vorher über Beschlüsse klar kommunizieren. Ansonsten werden Rechte von Gemeinden ausgehebelt. Ich bin dazu da, das durchzudrücken. Ich mache das bis ins Grundbuch rein, notariell fest, dass die Anlagen reinkommen, also die Trassen reinkommen. Der zweite Step, das ist das eine, ist der größte Kostenpunkt, der danach entsteht, dass das Versorgungsnetz der Energieversorger danach angepasst werden muss. Das muss angepasst werden. Und da beginnen die Bauarbeiten nochmal. Die sind dann vielleicht 20, 30, 40 Kilometer entfernt. Und die Kosten kriegen Sie alle dann aufs Auge gedrückt. Das sind denn die Netzkosten, die Sie dann kriegen. Und mit jedem weiteren Anschluss werden Sie und ich mehr bezahlen. Nur. Beschreiben Sie doch mal, was in den Kommunen passiert. In die Rathäuser stürmen ganze Abteilungen rein und versuchen, die Kommunen dann über den Tisch zu ziehen, die ja von den juristischen Spielen keine Ahnung haben. Beschreiben Sie doch mal, wie das praktisch aussieht. Praktisch aussieht, ist egal, welches Bundesland jetzt sich nehme. Ein Bundesland weist Flächen aus für Windparks. Die sind dann irgendwo nach naturschutzrechtlichen Linien oder wie auch immer, die ausgewiesen werden, wo es möglich ist. Das ist nicht bindend. Das sind nur Kreise auf Papier, mehr nicht. Das Besondere daran ist, das wird zwar genehmigt alles und es wird den Bürgern auch vorgelegt. Nun kommt der entscheidende Fakt, diese Ausweisung der Gebiete im ersten Step, da können die Bürger Einsprüche machen, ob sie das haben wollen oder nicht. So, und die Einsprüche werden geprüft. Die Einsprüche werden von Juristen geprüft. Und diese Juristen sind die gleichen, die auch die Windkraftanlagenbetreiber begleiten. Das ist der Punkt. Und die machen die Abwägung. Das Planungskonsortium der Regierung ist nur vorgeschoben. Die haben drastisch gesagt keine Ahnung. Die wollen auch nicht, die werden bloß davor gestellt, die machen eine Veranstaltung so wie diese hier, da sitzen dann eben 30, 40 Bürger, lassen das alles über sich ergehen, den Unmut und machen den Haken ran. Das ist alles, das ist eine Alibi-Veranstaltung. Denn ist zwar der Plan auf dem Papier genehmigt, aber es ist noch keine Anlage gebaut. Und dann gehen die Errichter los und belatschen die Kommunen. Die sind alle klamm, die sind alle arm und versprechen denen einen Spielplatz oder ein halbes Feuerwehrauto. Das ist nichts. Das ist normalerweise vom Gegenwert gar nichts. Also die Leute hätten eigentlich mehr davon, das Ding abzulehnen, um ihre Landschaft zu erhalten. Weil wenn die Gemeinde zum Beispiel sagt, über meine Grundstücke wird kein Kabel gezogen, die können Beschluss machen. Gibt's nicht, wir verweigern das. Und dann haben die Errichter ein Problem. Die können die Gemeinde nicht zwingen. Ich weiß. Ich weiß, es ist mein Job, sage ich jetzt mal auf eine Art. Ich mache. Nein, ich denke mir gar keine Methoden aus. Also ich versuche das zu vermeiden, selber diese Sachen zu machen. Ich bin hauptsächlich für die Energieversorger tätig. Und es gibt Drittgeschäfte, was die Energieversorger machen und das ist das Problem. Die spielen den Seriösen vor, geben ihre Räumlichkeiten und ihre Sachen und sagen, wir sind jetzt die Guten, wir sind ja die Versorger. Und die haben das Know-how, die haben ein Planungsbüro, die haben die Baumaschinen, die haben die Firmen. Wir machen für euch die Anbindung. Und unter dem
Deckmantel unter dem Label, wo nur, wenn man die erste Seite umblättert, steht, für wen das eigentlich gemacht wird, steht denn der Anlagenbetreiber. Und für den unbedarften Bürger und für die Kommune sieht es im ersten Blick aus, als wäre das immer der gute Versorger. Diese Methode gibt es auch. So. Und die Leute lesen sich aber ihre eigenen Verträge nicht durch. Die Kommunen sind juristisch und auch die Städte juristisch nicht dazu in der Lage, diese Verträge zu lesen. Die Juristen sind nicht gebildet, die Gemeindevertreter sind alle ehrenamtlich, die haben null Ahnung und sehen im ersten Step nur das Geld und sehen an nicht die Folgekosten und die ganzen Krampen, die in den Verträgen sind. Das sind richtig Krampen. Ich könnte jetzt hier mal ein Stück vorlesen und dann könnte ich Ihnen im ersten Text, nur am Einleitungstext, der ist ganz kurz, sind so viele Fehler drin, es ist unglaublich. Lesen Sie doch mal ganz kurz vor, Sie können ruhig zitieren. Okay, ich lese hier mal, das ist ein Privatvertrag, der würde aber auf eine Gemeinde genauso zutreffen. Die Nutzerin, also das ist der Anlagenbetreiber, plant in der Gemarkung sowieso, in welche die Vertragsgrundstücke des Grundstückseigentümers liegen, einen Windpark, sowieso, bestehend aus einer oder mehreren Energieanlagen mit einer Nennleistung bis zu voraussichtlich 10 Megawatt und einem Rotordurchmesser bis zu 200 Meter, sowie einer Nabenhöhe von bis zu 200 Meter, einschließlich der erforderlichen Infrastruktur wie Zuwegung, Anschlussleitung, Trafo, Übergabestation, selbst oder durch eine oder mehrere Betreibergesellschaften zu errichten und zu betreiben. Ist Ihnen was aufgefallen? Was gar nicht geht, ist zu schreiben, voraussichtlich 10 Megawatt. Das ist ein Gummiband. Ne? Denn die Anzahl der Grundstücke sind nicht benannt. Das ist auch variabel. Nicht eine oder mehrere Windenergieanlagen. Also wie viele denn nun? Eine oder mehrere? Eine oder 10 oder 20? Von bis zu 200 Metern, also wie hoch ist sie denn? So wie eine Nabenhöhe von bis zu 200 Metern und weiter. Selbst oder durch eine oder mehrere Betreibergesellschaften zu errichten und zu betreiben. Also mit wem mache ich hier einen Vertrag? Das wird blanko unterschrieben. Bei einigen Leuten, die unterschreiben das blanko und Gemeinden unterschreiben das blanko an der ersten Seite. Ich sage immer zu den Leuten, wenn ihr so ein Pamphlet kriegt, das auf drei Seiten zusammenstreichen. Ne, ich könnte jetzt noch andere Beispiele machen. Das ist der Krux an der ganzen Sache, dass die Leute uninformiert sind, unbedarft. Den legt man ihnen vor. Welcher Mensch legt einem vor und macht sich nicht schlau, was man ihm da vorlegt? Das ist ein Todesurteil. Denn am Ende bleiben die Leute auf den Kosten sitzen beim Rückbau, im schlimmsten Fall. Dann ist das Geld, was sie gekriegt haben, im Rückbau wieder weg. Haben Sie dann schon erlebt, dass es Komplikationen in Gemeinden gibt, die solche Verträge blind unterschrieben haben und hinterher gemerkt haben, oh, was haben wir da getan? Ich weiß, ich habe einen Fall oben in Bad, selbst entdeckt, da bin ich einfach technisch drüber gestolpert, weil ich durch die Gegend gelaufen bin. Man hat die Windparks abgerissen, man hat die einfach umgebrochen, die Flügel abgebaut und liegen lassen, jahrelang. Und die Leute haben rumgeflügt, die Leute sind vorbeigefahren, da geht eine Hauptverkehrsstraße dran vorbei und keinem hat es gestört. Die Trafos wurden auf die Seite gekippt. Man hat die einfach liegen lassen. Nichts. Dazu muss man sagen, es gibt, das Umweltbundesamt hat eine Studie herausgegeben, die ist relativ neu, dass es für die Anlagen keine Mechanismen gibt, in ganz Deutschland nicht, wie der Rückbau zu gestalten ist. Das heißt, wer ist dafür zuständig, wer meldet das, wer guckt, wie das Verfahren läuft, nach welchem Verfahren wird die zurückgebaut, ich kann das sprengen, ich kann das zersägen oder sonst irgendwelche Sachen, gibt es nicht. Das gibt es ja auch nicht in der Zustimmungserklärung, wenn das Ding gebaut wird. Da ist der Rückbau zwar nur angemerkt, aber nicht wie.
Wie viel Emissionen entstehen da? Wo bleibt das Zeug? Wer muss den Nachweis liefern? Wer aus dem Amt macht das? Wer hat da überhaupt eine Aufgabe? Gibt es nicht. Es gibt keine Personen dafür. Das ist ein Problem, was zurzeit auf Deutschland zurollt, was das erkannt wird, aber es ist nicht Bestandteil hier drin. An Sie als Jurist die Frage, welche Möglichkeiten haben denn die Gemeinden, welche bleiben Ihnen denn damit umzugehen? Tja, gute Frage. Also es ist so, dass im Hinblick auf die Entsorgung folgende Probleme bestehen. Punkt 1, natürlich können die größten Teile der in den Winterlagen verbauten Materialien wiederverwendet werden. Stichwort Kreislaufwirtschaft, Recycling. Das Problem ist nur, Kreislaufwirtschaft und Recycling ist energieintensiv. Das heißt, das Recyceln der Wertstoffe ist nur dann wirtschaftlich, wenn Energie billig ist. Derzeit wird aber Energie teuer gemacht. Und je teurer die Energie ist, desto unwirtschaftlicher ist Kreislaufwirtschaft und Recycling. Und das hat zur Folge, dass zwar viel von Recycling gesprochen wird, aber Recycling ist, um das nochmal deutlich zu machen, da sind auch sehr viele Missbräuche von Definitionen und Begriffen. Recycling liegt nur dann vor, wenn ich aus dem Wertstoff, der aus dem Produkt gewonnen wird, wieder dasselbe Produkt herstellen kann, aus dem der Recycling-Wertstoff gewonnen wurde. Typisches Beispiel, aus der Aludose wird wieder eine Aludose. Das kennen Sie bestimmt alle. Das ist dann ein Recycling auf Produktebene. In der Regel wird aber gerade bei Windanlagen hier sehr viel missbräuchlich die Begriffe Recycling verwendet, nämlich indem aus dem Stahl nicht nochmal ein Stahlturm für die Windanlage hergestellt werden kann, weil die Qualität des Stahls durch Recycling in der Regel nicht wiedergewonnen werden kann, sondern ein minderwertiges Stahlprodukt in verschiedenster Art und Weise. Und das hat zur Folge, dass ich auf der einen Seite aber für das Recycling dieses Stahls sehr viel Energie aufwende und diese Energie und die Kosten rechnen sich nur, wenn ich mit dem Stahl wieder einen Stahlsturm für Windanlagen herstellen kann. Das kann ich aber nicht, weil die Qualität des Materials minderwertig ist nach dem Recyceln. Das heißt, ich kann den Stahl nur für ein minderwertiges Produkt, ein weniger wertiges Produkt verwenden. Und das wiederum ist viel zu teuer, um es aus diesem recycelten Werkstoff herzustellen. Es ist stattdessen viel billiger, originäres Stahlmaterial aus anderen Quellen zu nehmen, weil das billiger ist, um das Produkt herzustellen, nämlich das minderwertige Produkt aus diesem Material. Mit anderen Worten, es wird viel von Kreislaufwirtschaft und Recycling gesprochen, die aber in der Praxis gar nicht stattfindet. Große Teile des Recyclings sind Downcycling, also ein weniger wertiges Produkt, was im Hinblick auf den Energieaufwand sich in der Regel wirtschaftlich kaum oder wenig rechnet. Und deshalb ist auch diese Behauptung, ja, große Teile werden recycelt, nicht wirklich belastbar, weil durch die zunehmenden Energiekosten, die ja, wie wir wissen, nur steigen können und werden, dieses Recycling in Zukunft immer weniger wirtschaftlich darstellbar ist. Das heißt, ein Recycling bei den Windanlagen fällt weitestgehend weg. Und dann haben wir noch die Besonderheit der Rotorblätter. Die Rotorblätter bestehen also aus GFK, GFC, Mixmaterialien mit Epoxidharz, inklusive Bisphenol A und PFAS Ewigkeitschemikalien, also ein hochtoxisches Material, was nicht nur beim Betrieb der Anlagen zu erheblichen Abrieben führen, die auch von der Windindustrie selbst unbestritten dargestellt werden, aber nicht im Hinblick auf die Mikropartikel, die dann abgelöst werden von der Oberfläche und die Ewigkeitschemikalien, die sich in der Rundumgegend schön in die Äcker und landwirtschaftlichen Flächen dann einbinden und nicht mehr herauszuholen sind, sondern die Windindustrie bestätigt das insoweit, dass sie sagt, ja, wir haben jedes Jahr erheblichen Oberflächenverlust an den Rotoren, Leading-Edge-Probleme, aber die werden ja repariert. Die müssen auch repariert werden, weil je rauer die Oberfläche ist,
desto lauter wird die Windanlage, weil die Rotorblätter sind das wesentliche Lautschallemissionsmerkmal, sondern auch der wirtschaftliche Ertrag der Rotorblattoberfläche wird durch die Rauigkeit geringer. Es gibt also verschiedenste Darstellungen, wonach pro Jahr 1, 2, 3% die Anlage weniger Strom erwirtschaftet durch den Abrieb der Oberfläche, die Oberfläche so rau macht. Und deshalb müssen die regelmäßig repariert werden und allein das bestätigt ja inhärent, welch großer Abrieb an den Oberflächen stattfindet, sonst bräuchte man sie ja nicht zu reparieren. Und dieser Abrieb, da kann man sich drüber streiten, aber es gibt vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags aus dem Jahr 2020 auf der Basis von Fraunhofer Überlegungen von 30 Meter langen Rotorblättern, wo 10 Meter eben relevant sind, wo erheblicher Abrieb stattfindet und das zu 45 Kilo Abrieb pro Jahr pro Windanlage führt. Nur wir haben heute nicht mehr 30 Meter lange Rotorblätter, wir haben heute Minimum 80 Meter lange Rotorblätter. Und die gehen in Richtung 100 Meter. Wenn wir also mal von 80 Meter langen Rotorblättern ausgehen, die heute Standard sind, müssen von etwa 40 Meter Länge ausgehen, die dem Wetter, der Aggression und dem Abrieb ausgesetzt sind. Und nicht mehr 10 Meter, wie vom Wissenschaftlichen Dienst und dem Fraunhofer zugrunde gelegt. Das heißt, es sind nicht mehr 45 Kilo pro Jahr, sondern 45 mal 4, 180 Kilo pro Jahr pro Windanlage. Und wenn Sie die 180 Kilo mal 25 Jahre Betriebsjahre rechnen, sind das zwischen 2 und 3 Tonnen, die pro Windanlage Mikropartikel und Ewigkeitschemikalien im Umfeld verbreitet werden. Das ist für den Betreiber erstmal kein Problem. Er kann ja jedes Jahr die Oberfläche und die Rotoren reparieren lassen. Aber die Umgebung, insbesondere wenn es landwirtschaftliche Flächen für die Herstellung von Lebensmitteln sind, leidet natürlich insoweit darunter, weil eine kontinuierliche Kontamination mit Mikropartikeln und Ewigkeitschemikalien stattfindet, die nach 20, 25 Jahren natürlich dazu führen müssen, dass diese Flächen landwirtschaftlich für Lebensmittelnutzung nicht mehr nutzbar sind. Das ist dann für die Landwirte mehr oder weniger eine Enteignung. Die EU will ja diese PFAS und Bisphenol A Chemikalien sowieso verbieten. Ob das jetzt in 5 oder 10 oder 20 Jahren stattfindet, ist eigentlich egal, weil wenn ich eine Fläche habe, wo in diesen rauen Mengen Mikropartikel wie auch natürlich in viel geringeren Mengen diese Ewigkeitschemikalien in den Böden gebunden sind und diese dann verboten werden, ist doch klar, dass auf Flächen, wo verbotene Chemikalien in welchen Mengen noch immer vorkommen, diese dann eher weniger noch für landwirtschaftliche Nutzung zur Herstellung von Lebensmitteln genutzt werden können. So, und wenn ich dann einen Schritt weitergehe, nämlich zu überlegen, was kann ich mit diesen Rotorblättern am Ende der Lebenszeit machen, dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Das Klassische ist die Pyrolyse in verschiedensten Ausformungen, die ich jetzt hier nicht weiter ausführen muss. Aber die Pyrolyse ist im Grunde ganz einfach ausgedrückt, dass die Materialien in die Bestandteile zurückverwandelt werden chemisch. Das ist aber energetisch ein sehr hoher Aufwand. Und ich erreiche mit diesen dann zurückgeholten Grundbausteinen nicht mehr die Qualität, um damit Rotorblätter herzustellen. Die Qualität über die Pyrolyse, unabhängig von der hohen Energieintensität, führt dazu, dass die Qualität dieses dann recycelten, downgecycelten Materials nur noch etwa 60-70% der Qualität erreicht, die ich brauche, um damit Windrotoren herzustellen. Das heißt, ich habe auch hier ein klassisches Downcycling-Problem eines Materials, was ich keinesfalls mehr für Windrotoren nutzen kann, also kein Recyceln. Und wenn Sie dann mal sehen, was so behauptet und geschrieben wird, sehen Sie zwei Dinge. Einerseits wird dann gesagt, ja, wir können dann Bodendeckmaterialien damit herstellen und so weiter und so fort. Oder wir können in der Zementfabrik die eben als Brennstoff mitverwenden. Dann kann man dazu zwei Dinge sagen. Punkt 1, wenn sie in der Zementfabrik verbrannt werden, was heute häufig der Fall ist, dann gibt es zwei Effekte. Einmal erhebliche CO2-Emissionen durch das Verbrennen dieser Materialien, die beträchtlich sind. Und zweitens, durch diesen Effekt sind die Anlagen, die in den Zementfabriken verwendet werden, sehr schnell in einem Zustand, wo sie repariert werden müssen, beziehungsweise sie erleiden unter erhöhten Verschleiß durch diese Verbrennungsvorgänge. Und auf der anderen Seite, wenn ich damit eben Bodendielen oder ähnliche Baumaterialien als Downcycling-Produkte herstelle,
sind das ja hochminderwertige Produkte, die in keiner Weise vergleichbar sind mit den Materialien, die ich für die Rotorblätter in der Original-Erstherstellung benötige. Und das ist dann ein Downcycling. Also das ist im Grunde eine Resteverwertung, um irgendwie noch darzustellen, dass ich was mit den Rotorblättern mache. Hat aber nichts wirklich mit Kreislaufwirtschaft und Recycling zu tun. Das heißt, hier wird viel Sand in die Augen gestreut, von wem auch immer. Und zwar seit über 20 Jahren, also seit 20 Jahren wird erzählt, wir tun da was, wir machen da was, wir wollen es irgendwann recyceln. Ja, wir haben da was vor, in 20 Jahren schaffen wir das. Und das gibt es seit 20 Jahren. Ist so ungefähr vergleichbar wie mit der Fusionsenergie, wo uns auch seit 20 Jahren erzählt wird, in 20 Jahren wird es die geben. So ist das auch mit dem Recyceln von Rotorblättern. Es wird es nicht geben, weil es sowohl technisch wie wirtschaftlich nicht darstellbar ist. Und das heißt, wir haben hier Riesenmengen von Entsorgungsproblemen, wo völlig offen ist, in welche Richtung es geht. Das wird momentan geschoben, weil durch die Effekte des hohen Strompreises der letzten zwei Jahre viele Windanlagen weiterlaufen konnten, weil sie unabhängig vom EEG aufgrund der hohen Strompreise noch irgendwie weiter betrieben werden konnten. Aber jetzt, wo die Strompreise stark gefallen sind, ist das nicht mehr möglich, immer weniger möglich. Und die Reparaturen werden so teuer, dass es sich nicht mehr lohnt, die Anlagen dann noch fortführen zu können. Das kommt also jetzt mit Sicherheit auf Deutschland zu. Und was passiert jetzt? Jetzt will man also, um das in den Griff zu kriegen, öffentliche Sammelstellen einrichten, wo dann die Rotorblätter eingesammelt werden und die Öffentlichkeit soll quasi die Entsorgung finanzieren. Also wiederum, dass die Betreiber und Projektierer, die sehr, sehr hohe Gewinne und Renditen machen, auf die ich gleich nochmal eingehen kann, hier von den Kosten entlastet werden und wiederum soll die Öffentlichkeit, die vorher schon sehr viel für die Windanlage, für den Betrieb, für den Netzentgelt und so weiter bezahlt hat, auch für die Entsorgung herangezogen werden. So stellt sich die Windindustrie das vor und schiebt momentan alles, um das möglichst noch mit der aktuellen Politik, weil die ist ja sehr offen für die ganzen Themen, noch irgendwie gesetzlich hinzukriegen, um diese Entsorgungskosten auch noch loszuwerden. Also mit anderen Worten, wir haben hier ein riesengroßes Problem und mich ärgert eben massiv, dass hier keine wirklich offene Diskussion stattfindet. Es wird immer von grünem Strom geredet. Windanlagen sind, wenn sie diese Probleme und diese Kosten und diese ökologischen CO2 und Klimagase sehen, die im Rahmen der Thematik entstehen, können Windanlagen gar keinen grünen Strom produzieren. Das geht überhaupt nicht faktisch. Man muss ja immer die Summe der Gesamtbelastung darstellen. Und wenn man das eben alles mal sich genauer anguckt, wundert mich schon, dass diese Diskussion so gut wie nicht stattfindet. Natürlich auch, und dann mache ich erstmal Schluss, weil pro Windanlage die Projektierer Minimum 2 Millionen Euro Gewinne machen. Und wenn Sie das hochrechnen auf die Anlagen, die alle kommen oder kommen sollen, können Sie sich schnell vorstellen, es geht um Milliardenbeträge. Also nur als letztes Beispiel, in NRW sollen ja nächsten 5 Jahre etwa 1000 Windanlagen errichtet werden. Das sind bei 1000 Windanlagen bei 2 Millionen Euro Gewinn pro Windanlage mehrere Milliarden, die nur an Gewinnen im Raume stehen. Und Sie können sich vorstellen, dass diese Industrie, die diese Gewinne realisieren möchte, alles tut mit viel Geld und viel Beziehungen, um das zu realisieren und zwar zu möglichst hohen Renditen, ohne für Entsorgung und andere Probleme aufkommen zu müssen. Vielen Dank. Es ist so, vielleicht nochmal kurz Erläuterung. Eine 5-Megawatt-Anlage kostet so 4 bis 5 Millionen Euro. Und eine 5-Megawatt-Anlage hat bei gutem Standort etwa 20 Millionen Kilowattstunden Strom, die sie produzieren kann. Jetzt nur als einfaches Beispiel. Und Sie bekommen in NRW neben der 7,38 Cent Garantie von der Bundesnetzagentur noch sogenannte Regionalzuschläge. Also in NRW, Rheinland-Pfalz und in Süddeutschland gibt es Regionalzuschläge, weil der Wind ja nicht so stark ist. Kann man sich aber streiten, will ich auch nicht vertiefen. Auf jeden Fall, wenn Sie mal davon ausgehen, durchschnittlich 10 Cent die Kilowattstunde für Windstrom, bei 20 Millionen Kilowattstunden in die Windanlage produziert, sind das also pro Jahr ungefähr 2 Millionen Euro, die die Windanlage erwirtschaftet, pro Jahr für den erzeugten Windstrom. Die Zahlen, die ich eben genannt habe, unterstellt. So. Wenn eine Windanlage von 5 Megawatt aber nur 4 oder 5 Millionen kostet, habe ich also nach 3 Jahren ROI, also nach 3 Jahren das erwirtschaftet, was die Windanlage kostet. Und die restliche Lebenszeit von 17 Jahren ist Cash. Ja,
Natürlich muss ich für Pachtzahlungen sorgen, ich muss für den betrieblichen Unterhalt zahlen und so weiter und so fort. Und jetzt passiert, bitte? 20 Jahre. Ja, 25 Jahre kann man, die neuen Anlagen, 25. Aber jetzt passiert Folgendes, und das wissen die wenigsten. Wenn ich die Windanlage als Projektierer, also genehmigt bekommen habe und sie beim Hersteller bestellt habe, bekomme ich ja für die Genehmigung dieser Windanlage von der Bundesnetzagentur 20 Jahre EEG geschenkt. Das EEG wird geschenkt an den Projektierer, wenn der die Genehmigung vorliegt. Da gibt es auch eine Ausschreibung, aber im Grunde ist die Ausschreibung nur pro forma. Möchte ich auch nicht in die Einzelheiten gehen, aber unterstellen wir das mal so. Das heißt, er bekommt 20 Jahre EEG geschenkt zu einem sehr hohen Renditeerwartung. Und der Projektierer macht jetzt ein Ding. Er verkauft, er verheiratet die Windanlage mit der EEG-Vergütung zu einem Package und das versteigert er an denjenigen, die das meiste dafür bezahlt. Und der Betreiber, der dann dafür bietet, zahlt also einerseits für die Windanlage, die 5 Millionen kostet, und zahlt dann auch für die EEG-Vergütung. Die EEG-Vergütung gibt ihm über die 20 Jahre ungefähr 10% Rendite. Das schöpft aber der Projektierer ab, indem er ja viele Interessenten hat und höchstpreisig versucht, sein Package zu verkaufen, was die Rendite des späteren Betreibers absenkt auf 4 oder 5% und die Gewinn des Projektierers entsprechend erhöht. Der Projektierer verkauft also die Windanlage, die ihn 5 Millionen gekostet hat, mit dem EEG-Package für 10 Millionen. Und diese 10 Millionen sind dann 3, 4 Millionen Gewinn, 2 Millionen netto ungefähr, ja, bei den Großanlagen heutzutage. Und der Betreiber später, der muss dann 20 Jahre gucken, dass er seine Investment, die er getätigt hat, wieder zurückbekommt. Und je länger die Anlage läuft, ohne Probleme, umso besser. Je schlechter der Standort, je mehr Probleme, auch technisch, umso schlechter. Und dann kann natürlich der Projektierer nie pleite gehen, aber der Betreiber später, wenn er die Anlage zu teuer eingekauft hat, mit falscher Kalkulation, kann natürlich insolvent werden. Das kann sein. Wäre nie passiert, wenn der Projektierer selbst es 20 Jahre betreibt, weil die EEG-Vergütung so hoch ist, dass er eine gute Rendite hat, auch über die 20 oder 25 Jahre. Aber das passiert eben nicht. Der Projektierer macht das schnelle Geld, bauen, genehmigen, EEG-Vergütung einkassieren, verkaufen und weg. Und der Betreiber muss gucken, dass er 20 Jahre das Geld zurückholt. Und da sind die Gewinne, die Projektiere sind die Gewinne. Die Betreiber später, wo dann die Bürgergesellschaften und die Gemeinden sollen sich an der Betreibergesellschaft, ist ja lächerlich, das sind Almosengeschäfte. Das richtige Geld wird bei den Projektierern verdient. Und die lassen natürlich Closed Shop kein an seine Gewinne ran. Also es ist ein weites Feld und die RWE macht das ja, der RWE ist einerseits Projektierer und verkauft dann intern an eine Betreibergesellschaft. Die machen also auch so ein Geschäft, was ich jetzt nicht weiter ausführen möchte, aber es wird fast immer verkauft, um diese Gewinne zu realisieren und dann muss der Betreiber gucken, wo er bleibt. Und wo steht denn die Gemeinde jetzt an der Stelle? Bei der Pacht. Okay. Bei der Pacht. Die Gemeinde hat einerseits gemeindliches Einvernehmen zu erteilen, was, wenn sie es verweigert, kann der Kreis dies ersetzen. Das ist heutzutage fast kaum noch möglich, das gemeinsame Einvernehmen zu verweigern. Und die Gemeinde hat zwei Möglichkeiten. Neuerdings gibt es den § 6 EEG, da kann die Gemeinde 0,2 Cent von den 10 Cent, die in der Regel bezahlt werden, 0,2 Cent bekommen von dem Betrieb der Windanlage vor Ort. Und diese 0,2 Cent sind so geregelt, dass der Betreiber sie an die Gemeinde zahlt, aber der Betreiber bekommt sie von der Bundesnetzagentur erstattet und die Bundesnetzagentur nimmt das Geld über die Netzentgelte ein, die wir wiederum alle bezahlen. Also das Geld macht einen Kreislauf. Ja? Die Gemeinde bekommt 0,2 Cent, die zahlt der Betreiber. Der Betreiber bekommt das von der Bundesnetzagentur erstattet. Die Bundesnetzagentur stellt das Geld in die Netzentgelte ein. Die Netzentgelte werden uns jedes Jahr über den Strompreis mit in Rechnung gestellt. Also im Grunde linke Tasche, rechte Tasche. Wir zahlen das nur 0,2 Cent. Und das ist natürlich ein Almosen im Vergleich zu den restlichen 10 Cent, die die Projektierer und Betreiber untereinander aufteilen. Und die andere Möglichkeit ist, dass die Gemeinde Grundstücke hat, um die Grundstücke zu verpachten. Und da ist es so, dass am 27.12.2022 die EEG-Vergütung
um 25% angehoben wurde. Und das ist deshalb bemerkenswert, weil im Jahre 2022 ja die EEG-Lobby aufgrund der damaligen hohen Energiekrise etwa 10 Milliarden Euro Übergewinne gemacht hat. Und da haben sich Lindner und Habeck geweigert, diese Übergewinne abzuschöpfen, was möglich gewesen wäre. Haben sie nicht gemacht. Also 10 Milliarden hat man der Windlobby überlassen. Und bei den Bauern macht man heute wegen 1 Milliarde Riesentirks. Mit anderen Worten, diese 10 Milliarden hat die Lobby bereits bekommen. Super Geschäft, die wissen gar nicht, wohin mit ihren Gewinnen. Und dann kriegen die am 27.12.22 noch einmal eine 25% Erhöhung der EEG noch obendrauf, also ein zweites Geschenk. Die wissen gar nicht, wie ihnen geschah, dass das tatsächlich passierte und so. Und mit diesen 25% zusätzlich EEG sind seitdem die Pachten explodiert. Weil der Projektierer hat natürlich, um an die Grundstücke ranzukommen, jetzt mehr Geld, um zu bieten, um an die Grundstücke, die besonders attraktiv sind, dafür Geld zu zahlen. Und inzwischen sind die Pachten in den letzten 2 Jahren explodiert. Es sind also Gebote inzwischen durch die hohe EEG-Vergütung, die wir auch alle bezahlen nach für über den Strompreis. Diese hohe EEG-Vergütung hat dazu geführt, dass für die 5-6 Megawatt-Anlagen von 250 Meter Höhe bis zu 500.000 Euro Pacht pro Jahr pro Anlage gezahlt werden. Das sind also auf 20 Jahre Betrieb einer Anlage 10 Millionen Euro Pacht pro Anlagenstandort. So, und bei dem Geld sagt keiner mehr nein, gibt es nicht. Herr Heidmann, die angesichts solcher Geschäfte und Gebaren erscheint ja die Mafia wie eine ehrengewährte, redliche Gesellschaft. Oder wie kommt Ihnen das vor? Ja, wie mir das vorkommt. Also die Sache, die Herr Mock hier ausgeführt hat, hat ja noch weitreichend. Das ist ja, das sind ja zwei Sachen, die da sich nachziehen. Durch die hohen Pachten entsteht ja schlagartig eine Konkurrenz zu denen, die die Pachten nicht zahlen können, aber die notwendig die Flächen brauchen. Also sind hier genügend Landwirte oder Eigentümer auch dabei, die nicht in den Genuss kommen, aber das Umfeld ja sehen. So, den Landwirten wird teilweise, besonders bei der Photovoltaik, ja die Fläche dann entnommen. Und dann kommen die in die Schwierigkeiten, weil die ein anderes Geschäftsmodell haben. Der Eigentümer gibt seine Flächen für eine andere Sache her, wo er wesentlich mehr Geld kriegt. Und der andere braucht die Flächen, um seinen Lebensunterhalt und seine Beschäftigten damit auskommen zu lassen und kann seinen landwirtschaftlichen Betrieb am Ende aufgeben, weil ihm die Flächen entnommen werden. Das betrifft auch landeseigene Flächen, weil das Land ja auch eigene Flächen hat und treiben dadurch Leute in den Ruin. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, muss man immer sehen, was eigentlich mit Flächen passiert, auf denen Anlagen erbaut werden. Die haben ja im Vorher einen Status, Wiese oder Acker oder Wald, und das ist grundbuchlich festgelegt. Nach so und so vielen Jahren eine Photovoltaikfläche obendrauf, 5 Jahre, ist es dann kein Acker mehr. Dann ist es eine Brache oder eine Industriefläche und es verschwindet eigentlich die grundbuchliche Sache, was es vorher war. Wenn das Ding dann zurückgebaut und abgebaut wird, wird es nicht automatisch wieder Acker oder Wald oder Wiese. Der Status ist weg. Das ist ein Problem für die Eigentümer, die das in ihren Verträgen gar nicht erkannt haben, was sie denn da haben. Am Ende haben sie eine wertlose Fläche erstmal und müssen den Status erstmal wiederherstellen. Also es zieht sich denn am Ende immer weiter hin und das spielt für die Leute, die diese Verträge machen, keine Rolle. Das ist, die leben da auch nicht. Was wird denn passieren mit den Flächen beispielsweise, die diese gigantischen Photovoltaikanlagen jetzt belegen? Wir erinnern uns an die Bilder, die vor kurzem durch die Zeitung gegangen sind. Da ist Deutschlands größte Photovoltaikanlagen in Betrieb genommen worden, in Mecklenburg-Vorpommern, wenn ich das richtig weiß. Das sind ja gigantische Flächen mit einem riesigen Glasanteil, Aluminium. Das ist ja letztendlich in 20 Jahren dann irgendein Schrott. Wer entsorgt den und was passiert damit dann? Na gut, die Frage mit dem Recycling ist ja schon mal gestellt worden oder ist schon ausgeführt worden. Also es ist einfacher, sich eine Fläche zu suchen und die Paneele dort drauf zu schmeißen, weil und sagen, wir recyceln das nicht. Recyceln kostet viel Geld und nehmen lieber Entsorgungskosten, indem man einfach nur dies alles auf einen Haufen
macht. Das ist die einfachste Lösung. Also andere Länder haben das schon vorgemacht, die haben das schon mal vorgerechnet im Verhältnis. Und da muss man das sehen, dass das so praktiziert wird. Letztendlich ist das der Preis, den wir ja alle wollen. Wir haben, ne, also die Bevölkerung, ja, ist aber letztlich so, ich habe jetzt hier alleine mal das Heft unten von der Lobby mitgenommen. Das ist das, wenn wir hier ins Hotel kommen, dann liegen, oder in eine Arztpraxis kommen, dann liegen nur solche Produkte aus, und nicht Tichys Einblick, sage ich jetzt mal. Und da lesen Sie denn das alles drinne, was die Leute haben. Und dann kommen Sachen dabei raus, die wird Herr Hornschein dann noch bringen, aber ich habe vorhin einen Test gemacht, einfach mal. Ich bin vorhin, er möchte mir verzeihen, der Mann von der Rezeption, den habe ich vorhin eine Frage gestellt, bevor ich hier hochgekommen bin. Und habe ihn gefragt, wie viel CO2 in der Atmosphäre ist. Ich hätte jetzt auch für Straße gehen können und ich auch irgendeinen Passanten gehen können, aber ich habe das jetzt einfach mal so gemacht. Er hat gleich gesagt, dass er manipuliert ist. Er geht davon aus, dass er vielleicht jetzt eine falsche Antwort gibt, aber er geht davon aus, dass er manipuliert ist. Ich sage, sagen Sie einfach, ist alles okay. 25%. So, ich habe das in meiner Verwandtschaft gemacht und es ist nichts anderes. Also ich habe auch Antworten gekriegt bis 60%. Aber das ist das Problem. Die Leute informieren sich nicht über das Ende solcher Anlagen, was passiert. Es wird ausgeblendet. Herr Mock, was müssen denn Landwirte eigentlich machen, auf denen die Windräder stehen? Und wir haben ja gerade gehört, zwischen 2, 3, 4 Tonnen Abrieb, feinster Abrieb, also entstehen im Laufe des Lebens eines Windrades. Und jetzt müssen wir noch im Kopf haben, dass es rund 30.000 Windräder hier in Deutschland gibt. Also das sind gigantische Mengen an Abrieb, die dann auf die Äcker rieseln. Und das in einer Zeit, wo Stoffe wie Glyphosat verteufelt werden und verboten werden. Das rieselt aber auf die Felder herunter, ohne dass sich jemand darüber aufregt. Was müsste damit geschehen dann eigentlich? Das regt sich niemand auf, weil sie wenigstens wissen. Es ist natürlich weniger ein Problem der Altanlagen, die schon stehen, sondern es wird im Wesentlichen ein Problem der in Zukunft, heute und in Zukunft errichteten Anlagen. Weil man muss berücksichtigen, dass natürlich die Anlagen, die heute 250 Meter Höhe haben, bis 300 Meter Anlagen sind ja schon in der Planung, teilweise im Bau, dass die Anlagen in einer Höhe aktiv sind, von 300 Meter Höhe, 250 Meter Höhe, wo das Wetter, Hagel, Regen und so weiter, sehr viel aggressiver ist als in 100 Meter Höhe. Das ist eine ganz andere Thematik. Die wollen natürlich in die Höhe, weil der Wind da sehr viel stärker ist, aber weil der Wind stärker ist, ist das Wetter auch aggressiver in dieser Höhe. Und dazu kommt, dass die Anlagen zwischen Rotorblätter haben, die 80 Meter lang sind, also Durchmesser 160 Meter, in Richtung 200 Meter geht es derzeit. Und das heißt, sie haben eine Rotorspitze in der Geschwindigkeit von 300 Kilometer. Und ob Hagel oder Regen, wenn sie einer Dauerbelastung ausgesetzt sind von 300 Kilometer, und da kommt Hagel und Regen auf die Oberfläche, da leidet die Oberfläche so oder so, da führt gar nichts dran vorbei. Und das ist bei der Dauerbelastung bei Windanlagen, egal ob sie 3 oder 2,5 oder 4.000 Stunden im Jahr Volllast haben, auf jeden Fall wird sie massiv belastet. Und das führt eben in Zukunft bei den in Erwartung stehenden Anlagen zu erheblichen Herausforderungen für die Oberflächentechnik, die Rotorblätter. Und bisher gibt es eben kein Material, was auf Dauer durchhält, sondern egal welche Oberflächenstruktur sie nehmen, sie leidet und hat Abrieb und mit den ganzen Folgen, die wir kennen. Und jetzt ist ja das Problem, dass die Anlagen, die heute kommen, besonders lange Rotorblätter, besonders viel dann von dem Abrieb erzeugen, aber vor allen Dingen die große Anzahl der Anlagen wird zu einer hohen Verdichtung der Räume führen und dann eben zu einer großen flächenhaften, teppichmäßigen Ausbreitung über große Flächen landwirtschaftlicher Nutzung. Und das ist im Hinblick auf die normalerweise möglichst oder bisher in diesem Bereich weniger belasteten Oberflächen, weniger belasteten Böden eine Herausforderung, dass gerade die Böden, die bisher wenig belastet sind, besonders stark belastet werden durch diese neuen Arten der Emissionen und Kontamination mit Mikroplastik und den Ewigkeitschemikalien. Das heißt, der wissenschaftliche Dienst, den ich eben erwähnt habe, der macht das ja ganz geschickt in Anführungszeichen, der sagt einfach, ja, wir haben aber im Jahr fast 100.000 Tonnen Abrieb Schuhsohlengummi.
Jetzt sage ich, was hat das mit Mikroplastik und den Ewigkeitschemikalien Windanlagen zu tun? Das ist der Versuch einer Relativierung, der meines Erachtens wissenschaftlich nicht belastbar ist. Warum? Weil dieses Bodengummi von den Schuhen landet in der Regel auf Fußgänger und Straßen in dem Abfluss der Städte und auch der Gemeinden und in den Kläranlagen. Das wenigste landet auf dem Acker, mit Sicherheit. Ja? Und Gummi dürfte auch weniger gefährlich sein als jetzt die Mikroplastik mit den Ewigkeitschemikalien. Das heißt, von diesem Gummi bleibt im Grunde im Hinblick auf die landwirtschaftlichen Flächen gar nichts. Das landet gar nicht, weil es wird ja auch am Boden abgetragen. Die Mikroplastik der Windanlagen werden aber in 200, 250 Meter Höhe emittiert von den Rotorblättern und haben dadurch eine ganz andere Reichweite im Bereich des Außenbereichs, der Schutzgebiete, der landwirtschaftlichen Flächen und bilden natürlich eine ganz neue und andere Qualität der Kontamination als Schuhsohlengummi, ja, irgendwo in den Städten. Mit anderen Worten, hier werden Äpfel mit Birnen verglichen. Und das ist mir wichtig, deutlich zu machen, dass wir hier in der Tat ein erhebliches Problem auf uns zukommen sehen, wo die Landwirte im Grunde enteignet werden auf Dauer. Ja, weil sie müssen ja vom Ende her denken. Vom Ende her denken heißt, was ist denn in 30 Jahren, wenn so viele Tonnen Mikroplastik in dem Umfeld durch Wind verweht, natürlich auch, ist klar, aber im Umfeld da runterkommen. Was ist dann mit den Ackern, wenn diese Mikroplastik oder PFAS und Bisphenol A, wie auch immer, zwischenzeitlich verboten werden, weil man gesehen hat, dass die auf Dauer schädlich sind für die Gesundheit. Und da macht man einfach die Augen zu. Und das ist natürlich ein echtes Problem im Hinblick auf Artikel 14 Grundgesetz Eigentumsschutz, der hier meines Erachtens als grundlegendes Recht zu schützen ist. Und da können die Windanlagen noch so wichtig sein. Sie können sich meines Erachtens dem Eigentum nicht entziehen. Das Eigentum muss hier geschützt werden. Und da brauen sich noch Auseinandersetzungen an, die, vor der wir erst noch stehen, die erst noch auf uns zukommen. Sie haben ja, Herr Mock, auch mitbekommen, die Anfänge der Windradindustrie. Sehr, sehr merkwürdig. Jede Plastikflasche muss entsorgt werden. Jede Kloschüssel oder der Lebensweg jeder Kloschüssel muss sorgfältig dokumentiert werden. Aber das ist ja ziemlich merkwürdig, dass all dieses, die Entsorgungsprinzipien bei Windrädern und Solarparks nicht greifen. Ist das dem Einfluss der Windlobby geschuldet, dass da keine entsprechenden Regelungen vorgesehen sind? Oder worauf führen Sie das zurück? Ich führe es auf zwei Dinge zurück. Einmal natürlich, weil unheimlich viel Geld damit verdient wird. Und die Windindustrie hat damit natürlich viel Geld für Lobbyismus und Werbung aller Art, um in die Richtung der eigenen Möglichkeiten kritische Themen auszublenden. Ne, es wird also gesagt, wir können und wir planen irgendwann die Rotorblätter zu recyceln. Und damit wird überblendet und maskiert, dass die Realität leider eine ganz andere ist. Wunschdenken steht da am Programm. Und das, was ich kritisiere, ist eben, dass die Medien dann solchen Statements hinterherlaufen und die andere Seite, die Rückseite des Spiegels, nicht mehr beleuchten. Und wie gesagt, da Geld ist das eine, mit dem natürlich hier viel erreicht wird, weil man viel für Lobbyismus, unheimlich viele Gruppen in Berlin rumlaufen, um die Interessen durchzusetzen, unheimlich viele Institute, die dann Gutachten anfertigen. Für Geld kann man in Deutschland fast alles kaufen. Und das Zweite, was natürlich auch wichtig ist, das kennen Sie alle, ist ja, dass Windanlagen angeblich dafür da sind, die Welt zu retten, das Klima zu retten. Und dieses Gutmenschentum ist zwar nicht belastbar, wird aber wenig hinterfragt und in den Raum gestellt, indem man fast durchgehend sagt, da wir ja die Welt retten und das Klima schützen, ist auch alles andere nicht wichtig, es zu beachten. Weil alles andere ist ja nachgeordnet, weniger wichtig. Die Welt retten ist das Wichtigste und da Windanlagen dafür geeignet sind, sind sie auch zu rechtfertigen im Hinblick auf mögliche nachteilige Folgen, die gar nicht beleuchtet werden müssen, weil, wie gesagt, das primäre Ziel der Weltrettung vorgeht. Und das hat natürlich dramatische Folgen. Wenn Sie sich nur mal vorstellen, wie gesagt, ich verfolge das Thema seit 30 Jahren, am Anfang, und Sie kennen das, wurde ja gesagt, wir müssen ganz viele Windanlagen bauen, dann können wir die Klimaveränderung eindämmen. Dann wird es nicht wärmer werden. Dann werden wir 1 Grad oder 1,5 Grad einhalten.
So, jetzt haben wir 30.000 Windanlagen im Land und es wird immer wärmer. Ja, also wenn man das mal sich ernst vor Augen hält, sind ja die Versprechungen, die mit viel Windanlagen einhergegangen sind, nicht eingelöst. Im Gegenteil, das Gegenteil passiert. Diese vermeintlichen Korrelationen haben natürlich wenig miteinander zu tun. Aber genau deshalb ist es auch verwegen zu behaupten, man könne mit Windanlagen das Klima irgendwie beeinflussen. Im Gegenteil, um es ganz kurz zu machen, wenn Sie die ganzen Rohstoffthematiken von Anfang an betrachten, die wahnsinnigen Tagebaue, die dort stattfinden, die fossile Energie, die notwendig ist, um die Tagebaue und die Verarbeitung der Rohstoffe sicherzustellen, die Ewigkeitslasten, die Menschenrechtsverletzungen, die Wasserprobleme, die durch die Tagebaue und die Rohstoffe eintreten, die seltenen Erden, die in China mit radioaktiven Folgen verbunden sind und so weiter und so fort, stellt sich die Frage, ob nicht die Riesenmengen an Rohstoffen nicht am Ende dazu führen, dass nicht nur mehr Klimagase emittiert werden durch diese ganze Produktionskette für Windanlagen, sondern dass sie am Ende sogar eine Klimaerwärmung vorantreiben, statt sie zu mindern. Und das wird auch tabuisiert. Und all das gehört eigentlich viel stärker in die Diskussion und findet nicht statt, das ist die Antwort, weil die Politik der Grünen und von Minister Habeck ja dazu führt, dass jetzt Fakten geschaffen werden und alles andere geschlossen wird, so geschlossen wird, dass es nicht mehr rückholbar ist. Keine Atomkraftwerke, keine Kohlekraftwerke, nichts mehr, nur noch Wind und Solar. Wir werden also in eine Abhängigkeitssackgasse hineingeraten, wo wir nicht mehr zurück können und dann gezwungen werden, diese Folgen durchzustehen mit all den negativen Effekten, die wir jetzt schon zum Teil diskutiert haben. Und statt einer Offenheit wird eben alles nur noch in einem Hinblick auf einen Tunnelblick ausgerichtet. Und das halte ich für unglaublich fatal und hat entsprechende Folgen und führt zu allem, aber nicht zu einer Klimaverbesserung, egal wie man zum Klima steht. Aber es führt eher dazu, dass das Klima sogar noch angeheizt wird. Man sagt ja heute Hitze, nicht mehr Erwärmung des Klimas. Statt dass die Klimathematik in den Griff zu bekommen ist durch noch so viel Windanlagen. Das Gegenteil scheint mir tritt ein. Herr Alborn, wie weit retten Windräder das Weltklima? Was glauben Sie? Naja, wenn man sich die bitteren Zahlen mal ansieht, und so ein paar davon habe ich, weil ich da viel unterwegs bin im Kopf, dann kriegt das einen ganz anderen Anstrich. Und die möchte ich Ihnen jetzt mal nennen. Also wir haben einen Primärenergiebedarf, also das, was Deutschland insgesamt an Energie verbraucht, ungefähr bei 2500 Terawattstunden, das sind 2,5 Millionen Gigawattstunden. 2,5 Millionen Gigawattstunden. Und wir haben an Windstromproduktion in Deutschland mit Solar, also das sind die, was wir ja als sogenannte erneuerbare Energien, dann haben wir 200 Terawattstunden. Also nochmal, wir machen 2200 Terawattstunden sogenannte erneuerbare Energien und haben einen insgesamt Energieverbrauch von 2500. 200 gegen 2500. Also der Beitrag, den wir da leisten, ist, wie der Physiker sagt, in erster Näherung vernachlässigbar. Also ob wir das tun oder nicht tun, macht schon fast für Deutschland keinen Unterschied. Und wenn wir das jetzt weltweit sehen, wenn wir also uns mal vergegenwärtigen, dass unser Beitrag, der deutsche Beitrag an den Kohlendioxidemissionen insgesamt ungefähr bei 2% liegt, und dann kriegt das ein ganz anderes Geschick. Also das, was wir hier tun an erneuerbaren Energien, es macht keinen Unterschied, ob wir es tun oder nicht tun. Das ist eine ganz bittere Erkenntnis, aber das ist die Botschaft der Zahlen. Ich habe diese Zahlen nicht erfunden und habe dafür auch schon an anderer Stelle kräftige Prügel bekommen, auch in der Öffentlichkeit, auch in der Presse. Aber das ist so eine Methode, man mag mir dann unterstellen, dass ich diese Zahlen gut oder schlecht finde. Ich finde die Zahlen nicht gut und nicht schlecht, sondern ich kann nur appellieren, diese Zahlen zur Kenntnis zu nehmen. Und noch was zur Kenntnis nehmen. Unser Beitrag an erneuerbaren Energien liegt in der Größenordnung von 200 Terawattstunden Strom aus Wind und Solar. Und wenn Sie mal die Zahlen studieren, das ist ungefähr die Atomstromproduktion vor 25 Jahren. Also wir haben in 25 Jahren mit ich weiß nicht wie viel Milliarden Euro es geschafft, die 200 Terawattstunden kohlendioxidfreien Atomstrom
zu ersetzen durch 200 Terawattstunden Wind- und Solarstrom. In Bezug auf die Kohlendioxid-Einsparungen, die den Planeten retten sollen, kann man sich leicht überlegen, was wir in diesem Bilanz insgesamt erreicht haben. Nichts. Das ist die bittere Wahrheit. Und ich kann nur appellieren, diese bittere Wahrheit zur Kenntnis zu nehmen. Ich finde das nicht gut und nicht schlecht. Ich bitte nur zur Kenntnis zu nehmen, dass es so ist. Und ich bitte auch zur Kenntnis zu nehmen, dass das, was wir Energiewende nennen, die Dekarbonisierung der Stromversorgung, also die fossilen Energieverbrauch zur Stromversorgung drastisch zu reduzieren, ist in Frankreich vollendet. Mit Atomkraftwerken. Das sind genau die, die wir hier abgeschaltet haben. Die französische Stromversorgung ist faktisch dekarbonisiert. Die Energiewende ist in Frankreich vollzogen. Davon sind wir Welten entfernt. Und wir haben mit dem, was wir hier tun, leisten wir bedauerlicherweise keinen Beitrag zur Rettung des Planeten. Da kann ich nichts für. Und wie gesagt, ich bin dafür schon heftig verprügelt worden, aber das war bei den Babyloniern im Reiche von Nebukadnezar war das auch schon so, dass der die unangenehme Botschaft überbracht hat, an Ort und Stelle mit siedendem Öl übergossen wurde. Ich kann Sie nur darum bitten, mir das zu ersparen. Danke sehr. Wir ersparen Ihnen das. Jetzt kommen wir mal zu Herrn Hornsteiner. Er hat bisher noch nichts sagen können, dürfen, sollen. Windräder stehen ja auch in dem Ruf, dass sie das Klima, das regionale Klima verändern. Das soll sich austrocknen, die Luft soll sich austrocknen und zu einer größeren Trockenheit, vor allem im Lee dieser Windräder beitreten. Wie weit ist es denn damit bestellt? Also welche Schäden der Windräder können wir denn da feststellen? Ja, die flächige Ausbreitung von Windrädern kann tatsächlich zu lokalen Klimaveränderungen führen. Einmal müssen wir bedenken, ein Windrad steht ja nicht einfach so in der Landschaft, sondern braucht natürlich ein stabiles Fundament. Es muss ein Betonfundament errichtet werden. Das sind aber erst nicht etwa wenige Meter, die da in den Boden hereinkommen, sondern das ist ein Fundament mit einer Tiefe von etwa 20 Metern. Pro Windrad. Wir haben in ganz Deutschland etwa 30.000, wenn ich richtig informiert bin. Wir können uns also vorstellen, dass diese flächige Ausbreitung zu erheblichen Störungen im Wasserhaushalt der Böden führt. Das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Verdunstung. Und inzwischen klagen viele Landwirte und Grundstücksbesitzer, Bauern, dass diese Windräder offensichtlich zu einer Austrocknung der Böden führen. Also im Lokalen haben wir durchaus negative Auswirkungen. Die vielen anderen negativen Folgen, die also meine Kollegen teilweise schon erörtert haben, ne, die ganzen Lieferkettenprobleme, Kupferverbrauch pro Windrad ist gigantisch, Chemikalien und so weiter. Das alles sollen wir schlucken, weil das für eine gute Sache ist. So wird uns das verkauft. Wir sollen das Klima retten. Ohne die erneuerbaren Energien geht die Welt bald unter, müssen wir alle bald sterben. Und sämtliche negativen Einflüsse, die diese erneuerbaren Energien haben, egal ob das jetzt einen Einfluss hat auf die Vögel, die herumfliegen, interessiert ja eh niemanden, ne? Oder ob das einen negativen Einfluss auf die Böden hat, das sollen wir alles in Kauf nehmen, denn es gibt ein wesentlich höheres Ziel. Wir retten damit den Planeten, sprich wir retten das Klima. Und das muss uns natürlich schon mal was wert sein. Die Energiewende, wenn man das global und langfristig betrachtet, werden da nicht Milliardensummen umgesetzt, sondern ich würde mir sagen Billiardensummen. Gut, das will wohl begründet sein. Und jetzt fragen wir uns natürlich, was retten wir jetzt damit? Für mich als Meteorologe ist der Themenkomplex insofern etwas heikel, weil ich überhaupt nicht weiß, wo ich jetzt anfangen soll. Mein Kollege Professor Lange von der FU Berlin hat eine 330 Seiten umfassende Abhandlung geschrieben,
mit dem Titel Klimakatastrophe oder Katastrophe der Klimadiskussion. Und ja, ich kann hier vorwegnehmen, es ist eindeutig Letzteres, die Diskussion, die uns eigentlich tagtäglich verfolgt, die omnipräsent ist, überall. Jeder spricht da inzwischen mit über das Klima, egal ob das jetzt Schauspieler sind oder Sportler, das spielt gar keine Rolle. Es hat ja in der Wissenschaft so eine Art Demokratisierung stattgefunden inzwischen. Jeder darf und soll mitreden, bei uns inzwischen nahezu die gesamte Öffentlichkeit. Auf der anderen Seite wurde diese Demokratisierung geradezu auf diktatorischen Wege durchgesetzt. Das heißt, Grundsatzdebatten sind verboten. So, es gibt die Order oder die Ideologie, wir haben einen Klimawandel, den brauchen wir auch gar nicht mehr prognostizieren, er ist ja schon längst da, ne? So wird uns das verkauft. Und jegliche Kritik daran ist gefälligst zu unterlassen. So etwas geht überhaupt nicht, Dinge kritisch zu hinterfragen. Als ich noch in der Schule war, da haben die Lehrer uns beigebracht, Kinder, glaubt nicht alles, was man euch sagt, hinterfragt die Dinge kritisch. Ne? Es wird viel Unsinn erzählt und passt auf. Heutzutage wird uns was ganz anderes verkauft. Wer so denkt, Dinge kritisch hinterfragt, wird sofort verunglimpft als Querdenker. Mittlerweile ist es so, dass Leute, die diese Ideologien kritisch hinterfragen, in die Nazi-Ecke gedrängt werden. Ich weiß nicht, was der Nationalsozialismus zu tun hat mit dem kritischen Beleuchten von angeblichen wissenschaftlichen Fakten. Das hat sich mir noch nicht erschlossen. Ich will da auch gar nicht weiter drüber nachdenken, es ist schlichtweg grober Unfug. So, jetzt kommen wir jetzt wieder zurück zum Klima. Warum habe ich da so Probleme mit diesem Themenkomplex? Jeder redet über den Treibhauseffekt, jeder redet über den Klima. Man liest auch und hört ständig was über das sogenannte 1,5-Grad-Ziel. Das haben Sie sicherlich alle schon gehört. Das 1,5-Grad-Ziel, ein ganz wichtiges Ziel. Und wir sprechen von Dekarbonisierung. Kohlendioxid, das berühmte CO2, gilt als schädlich. Warum ist CO2 schädlich? Also warum soll das schädlich sein? Für was oder für wen? Dazu kann man sagen, ja, CO2 kann durchaus schädlich sein. Wenn Sie in einem Weinkeller sind, wo man Entgasungen hat, kann es durchaus passieren, dass die Kohlenmonoxid- und Kohlendioxidkonzentration auf ziemlich hohe Werte ansteigt. Und da reden wir mal, bei Kohlendioxid könnte es sein 7%, 8%, 10%. Das ist dann tatsächlich lebensgefährlich für einen Menschen. So hohe Konzentrationen, wenn man ausgesetzt ist, verliert man das Bewusstsein, kann zum Tode führen. Davon abgesehen, ja, es gibt natürlich schon starke Konvektion, die Kohlendioxid auch in größere Höhen transportiert. Kann sogar auch in die Stratosphäre gelangen. Es gibt ja auch Brüche zwischen der Troposphäre und Stratosphäre. Und nicht zu vergessen, Vulkanausbrüche haben ja so viel Energie, dass die Luftmassen ja bis in die Mesosphäre teilweise transportiert werden können. Und in vulkanischen Gasen hat man etwa zu 10%, nein, nicht zu 10%, und sind zu etwa 90% Kohlendioxid. Im Laufe der Zeit kommt es schon auch wieder runter. In der Stratosphäre dauert es entsprechend länger, aber in der Troposphäre wird CO2 ja wieder ausgewaschen, weil CO2 ist wasserlöslich. Ne, das wissen wir alle. Da komme ich jetzt mal zum wichtigen Punkt der Klimawirksamkeit von CO2. Ne, wir alle wissen scheinbar, je mehr CO2 wir in der Atmosphäre haben, umso wärmer wird das Klima. Da geht schon mal das Problem los. Was ist Klima?
Was ist Klima? Scheint jeder zu wissen. Genau, so lesen wir das überall. Es steht vermutlich auch so in Wikipedia drin. Ich habe da nicht nachgeschaut, aber ich denke mal ja. Ja, geht schon los, ne? Es geht schon los, ja. Ja. Aufkommen, weil es ist ja immer von den CO2-Werten die Rede, wenn wir in die Gegend geworfen werden und mit denen dann Maßnahmen begründet werden sollen. Lass uns einen Blick auf werfen, wie kommen die denn eigentlich zustande? Das sind ja keine Messwerte, sondern das sind Modellrechnungswerte. Was bedeutet denn das? Vielleicht können Sie das nochmal erzählen, wie kommt man auf einen CO2-Wert, den beispielsweise der Verkehr ausspülen soll. Das, da stellt sich ja keiner hin und misst das. Nein, es gibt so einen Umrechnungsfaktor, einmal zwischen der Energiegewinnung und einmal zwischen der CO2-Emission. Und da kann man unterscheiden zwischen dem Verkehr, zwischen Industrie, zwischen den verschiedenen Arten der Energieerzeugung, und man hat hier einen Mittelwert gebildet von 0,7, allerdings zu einer Zeit, als diese erneuerbaren Energien noch keine Rolle spielten. Inzwischen sind die ja massiv auf dem Vormarsch, wie wir jetzt inzwischen gehört haben, und wir müssen diesen Mittelwert bei der Umrechnung eigentlich reduzieren auf 0,4 oder 0,5, das ist bis heute nicht geschehen. Also man rechnet letztendlich die CO2-Emissionen irgendwie hoch. Ob sie tatsächlich diesen Wert erreichen, das wird nicht überprüft, das interessiert auch nicht wirklich. Es gibt schon Messungen der CO2-Volumenkonzentration und wir sind aktuell angekommen in der Größenordnung von 420 ppm. ppm ist die Abkürzung Parts per Million, das heißt von 1 Million Molekülen ist ein CO2-Molekül dabei oder jetzt aktuell eben 420. Und daraus wird geschlussfolgert, das ist sehr hoch. Das führt zu einer Klimaerwärmung in dem Sinne, dass CO2 ein Treibhausgas ist. Aber jetzt kommen wir mal zurück zum Klima und dann zum CO2, zu dem Begriff Treibhauseffekt. Klima hat natürlich schon zu tun mit gemitteltem Wetter. Im deutschsprachigen Sprachraum, also im deutschen Sprachraum, sprechen wir von Wetter, Witterung und Klima. Die Witterung zählt im Englischen bereits zum Klima dazu. Und wir sagen, okay, wir mitteln über 30 Jahre, wie Sie gesagt haben. Und war es das jetzt schon? Ist Wetter, ist Klima nichts anderes als ein gemitteltes Wetter? Das wird jeder Meteorologe ja sagen, so ist es, genau, wir mitteln über 30 Jahre, das ist praktisch. Und so wird uns das überall verkauft. Das ist auch das, was übrigens die Meteorologen allgemein glauben, weil wie gesagt, das Grundlagenfach theoretische Meteorologie ist erfolgreich abgewürgt worden weltweit. Und in diesem Grundlagenfach macht man sich allerdings ein bisschen mehr Gedanken. Und jetzt will ich hier so etwas verraten, was wir in Wikipedia nicht nachlesen können. Höchstwahrscheinlich ist Klima mehr als nur ein mittleres Wetter. Es gibt vermutlich auch eine eigenständige Klimaphysik. Die Idee stammt jetzt nicht von mir, sondern von Herrn Hasselmann, der vor einigen Jahren den Nobelpreis für Physik erhalten hat, meiner Meinung nach völlig zu Unrecht. Aber er hatte damals in den 70er Jahren die Idee, gibt es denn so etwas wie eine eigenständige Klimaphysik? Diese Idee ist bis heute nicht wirklich beantwortet worden. Wir vermuten zwar ja, aber um solche Spitzfindigkeiten macht sich niemand mehr Gedanken. Und diese 30 Jahre Mittelung ist eigentlich rein willkürlich pragmatisch gewählt. Es ist ein Relikt aus dem frühen 20. Jahrhundert. Man wollte ja damals möglichst viele Wetter- und Klimastationen miteinander vergleichen, nur es gab halt damals noch keine allzu lange Zeitreihen. Nur ganz wenige hatten lange Zeitreihen vorzuweisen, wie die Station Hohenpeißenberg in Oberbayern. Dort gibt es Aufzeichnungen seit 1781 oder Kremsmünster in Oberösterreich.
Aber im Großen und Ganzen waren die Zeiträume damals relativ kurz und man hat sich auf den Kompromiss geeinigt. Wir vergleichen mittel über 30 Jahre, dann können wir möglichst viele Stationen dazu nehmen. Wohl wissend, dass 30 Jahre für Klimabeobachtungen viel zu kurz ist. Das ist also aus pragmatischen Gründen, teils auch willkürlich, so entstanden. Und an diesen 30 Jahren halten wir bis heute fest. Ist wirklich grober Unfug, weil wir müssten eigentlich einen Mittelungszeitraum betrachten, der der Klimaphysik entspricht. Und da reden wir nicht von 30 Jahren, auch nicht von 100 Jahren, also da sagen wir mal in Größenordnung von einigen Jahrtausenden. Gut, solche Zeitreihen gibt es nicht, zumindest nicht in Form von direkten Daten. Es gibt natürlich Proxy-Daten, indirekte Daten, zum Beispiel Baumringe, Sedimentgestein oder Eisbohrkerne, das ja. Aber wir halten immer noch an 30 Jahren fest und dieser kurze Zeitraum ist natürlich sehr anfällig für Ausreißerwerte. Wir hatten in den letzten Jahren leider einige Ausreißer nach oben. Und wenn man diese in diesem kurzen Mittelungszeitraum unterbringt, führt das dazu, dass wir dann in manchen Webseiten, da sehen wir ja auch die Abweichungen vom langjährigen Mittel. Und wenn wir es dann sehen, wir haben jetzt dann negative Abweichungen von 2-3 Grad, es ist für die Jahreszeit 2-3 Grad so kalt. In Wirklichkeit ist es immer noch brühwarm, weil wir einfach ein falsches, viel zu kurzes Mittel herangezogen haben. Also allein da ist schon mal ein methodisches Missgeschick, das überhaupt niemanden stört heutzutage. Noch viel weniger stört natürlich die Frage, was ist denn wirklich genau Klima? Jeder scheint es zu wissen. Die Theoretiker wissen es eben nicht genau. Also, wenn wir nicht mal genau wissen, ob es eine eigenständige Klimaphysik gibt, dann sollten wir mal mit Prognosen auch ganz vorsichtig sein. Also da lehnen wir uns schon sehr weit aus dem Fenster raus. Ich will jetzt mal zwei andere Stichpunkte auflisten, die jeder von Ihnen kennt. Der Treibhauseffekt. Und jeder scheint auch zu wissen, was ist der Treibhauseffekt. Das CO2 reflektiert, so sagt man, reflektiert Wärme von der Erde zurück und erwärmt die Erde. Gut, reflektiert wird ja mal gar nichts. Aber was ist wirklich der Treibhauseffekt? Da können wir mal einen Gärtner befragen, der ein Glashaus im Garten stehen hat. Glashaus, da hat er allerlei Gemüse. Und nun passiert Folgendes, durch die Glasscheiben des Dachs fällt Sonnenlicht ins Treibhaus. Erwärmt die Luft, aber diese erwärmte Luft kann nicht entweichen. Es ist ja alles geschlossen. Es gibt also keinen Massenaustausch, keine Konvektion. Damit wird es im Treibhaus immer wärmer. Wir haben also praktisch ein Dach über dem Kopf. In der Erdatmosphäre gibt es das alles überhaupt nicht. Wir haben kein Dach über dem Kopf, sondern wir sitzen im Dach. Und die Erde, die wird ihre Wärme ohne weiteres los, nämlich Konvektion. Das haben wir draußen auch gerade gesehen. Wir haben jetzt Konvektion. In der Höhe kommt es zunehmend kühlere Luft rein und die Erde kann eben durch aufsteigende Luftmassen sich letztendlich wieder abkühlen. Jetzt mal etwas vereinfacht ausgedrückt. Starke Konvektion kann zu Niederschlag führen und zu Gewitterbildung. Das alles hat mit einem Treibhauseffekt überhaupt nichts zu tun. Also der Begriff ist nicht unsinnig, aber er wird unsinnig, wenn wir den für die Atmosphäre verwenden. Natürlich bis zu einem gewissen Grad kann man Sprachschlamperei schon dulden aus Bequemlichkeit. Ne? Wenn mich ein Polizist auf der Straße anhält und sagt, Sie sind mit 80 Stundenkilometer gefahren und erlaubt sind nur 60 Stundenkilometer, dann werde ich Ihnen jetzt auch nicht aufklären, dass es in Wirklichkeit Kilometer pro Stunde heißt. Das ist einfach eine Sprachschlamperei. Bis zu einem gewissen Grad ist es erlaubt. Man muss sich der Schlamperei aber bewusst sein. Und wenn man sich dessen nicht bewusst ist, dann ist es nicht mehr akzeptabel. Und diese Schlampereien, die erlebe ich oder wir ständig im Themenkomplex Klima. Es wird von irgendwelchen Dingen geredet,
Vor allem auch, weil inzwischen ja völlig fachfremde Personen mitmischen. Das sind ja meistens ja gar keine Meteorologen oder Physiker mehr, sondern fachfremde Personen, die irgendwelche Schlagworte aufschnappen und dann denken sie, sie wissen Bescheid. Ja. Ja, der Begriff ist eigentlich für die Meteorologie schon sehr alt. Eingeführt hat ihn ein schwedischer Physiker und Chemiker, Svante Arrhenius. Angeblich soll es so ein Ur-Ur-Ur-Großvater von Greta Thunberg sein. Ich habe das jetzt nicht überprüft, ich habe das auch nur mal gelesen. Svante Arrhenius hat 1896 eine Arbeit veröffentlicht, in der er die globale Klimaerwärmung postuliert zufolge von anthropogenen CO2-Emissionen. Also dieses Thema ist, wie Sie sehen, überhaupt nicht neu, sondern es ist ein uralter Hut, stammt aus dem 19. Jahrhundert, hat sich aber anfänglich überhaupt nicht durchgesetzt. Und warum? Es gab jemanden, der diese Theorie einfach vom Tisch gewischt hat. Das war Albert Einstein. Ich glaube auch Max Planck. Und damit war das Thema eigentlich vom Tisch. Es gab ein paar Leute, die daran festgehalten hatten. Das war Hermann Flohn in den 40er Jahren zum Beispiel. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatten wir bei uns eine Abkühlungsphase. Die Alpengletscher zeigten dann auch positive Massenbilanzen. Es wurde kälter, die Winter wurden länger. Die Sommer waren teilweise recht kühl und verregnet. Ich erinnere mich auch, dass ich einmal im Juli Schnee schaufeln musste, als Kind. Im Juli wohlgemerkt. Und damals war dann die Eiszeit beschlossene Sache. Ne, das war ganz groß in Mode, die Eiszeit. Erst war die Atombombe dran schuld. Und dieses Thema wird ganz vereinzelt auch heute noch aufgegriffen. Ich habe vor einigen Monaten ein Paper gelesen. Da ging es darum, wie würde ein Atomkrieg zwischen Indien und Pakistan das Weltklima verändern. Also ich sage Weltklima. Also jeder Meteorologe würde mich jetzt erst einmal schimpfen über diesen unsinnigen Ausdruck, aber ich gebrauche den jetzt einfach mehr absichtlich. Und die Autoren, ich habe den Namen vergessen, kamen zu dem Ergebnis, ein regionaler Atomkrieg zwischen Indien und Pakistan würde global zu einer Abkühlung um 5 Grad führen. Also wenn so etwas passiert, können wir alle einpacken, weil dann ist die gesamte Biosphäre tot. Und 5 Grad, das ist natürlich schon eine gewaltige Hausnummer. Ich habe dann da so ganz, wirklich eine ganz neue Physik gelesen. Da steigt die Pilzwolke auf und dann wird die von oben von der Sonne beschienen, das dazu führt, dass sie noch weiter aufsteigt, weil sie sich erwärmt. Grotesker Blödsinn. Also ich selbst war übrigens auch mit Atomwaffen beschäftigt in Amerika, im Militär. Wir haben auch Tests durchgeführt, oberirdisch, das sollte man eigentlich gar nicht erwähnen, weil das nicht erlaubt damals war, aber das hieß Verschrotten von alten Atomwaffen und hat man eben Non-Full-Scale-Tests durchgeführt in der Wüste von Utah. Ich glaube, ich habe da auch Messungen dazu gemacht, ein paar Bilderchen. Und man wird niemals erleben, dass eine Pilzwolke von allein durch Sonneneinstrahlung weiter aufsteigt bis in die Stratosphäre hinein. Ein völliger Blödsinn. Was passiert bei so einer Atomexplosion? Man hat zunächst einmal ein Überschießen, zum Beispiel bei der größten Explosion in der Sowjetunion im Oktober 1961. Das war die berühmte Zar-Bombe mit einem Äquivalent von 57 Megatonnen TNT. Da schoss diese Pilzwolke zunächst durch die Stratosphäre bis in die Mesosphäre hinein, bis zu einer Höhe von 64 Kilometer. Und dann hat sich diese Pilzwolke stabilisiert, fällt wieder in sich zusammen und blieb stabil bei einer Höhe von etwa 50 Kilometern. Es steigt nicht von alleine wieder auf, das passiert schlichtweg nicht. Und zum anderen muss man sagen, bei Atombomben passiert das immer überhaupt nicht, weil man kann die nicht beliebig groß bauen, weil sonst kriegt man ein Problem mit Wirkungsquerschnitten, sprich freie Elektronen können dann zu einer Früh- oder Fehlzündung führen. Da sind wir also begrenzt und eine Atombombe hat die gleiche Klimawirksamkeit wie eine Gewitterwolke, also gar keine.
Und auch von daher sind also solche Theorien, Hypothesen über den nuklearen Winter ziemlicher Unsinn, es sei denn, man setzt lauter Wasserstoffbomben ein. Solche Ideen gab es nämlich auch schon. Da komme ich jetzt wieder zurück auf die sogenannte Eiszeithypothese in den 70er Jahren. Damals hat man nämlich eine Abkühlung des Klimas als etwas Schlechtes angesehen. Jetzt soll es ja was Gutes sein. Damals war das aber was Schlechtes. Und es gab tatsächlich irrsinnige Überlegungen, das arktische Eisschild einmal mit Ruß zu schwärzen, damit die Eiskappe stärker abschmilzt, ne? Sie wird ja dann dunkler. Ne? Also solche Ideen gab es ernsthaft. Und es gab dann noch ein paar andere Leute, die wollten dann mit der Holzhammermethode ran, sprich das arktische Eis zum Schmelzen bringen mit Wasserstoffbomben. Also es ist wirklich so, also solche Ideen gab es damals, es ist zum Glück nichts in der Tat umgesetzt worden. Also treibende Kraft war damals auch Edward Teller vom LLNL in Amerika, der einen ziemlichen Fimmel mit solchen Monsterwaffen hatte. Es ist zum Glück nicht umgesetzt worden, aber man beachte, damals galt eine Klimaabkühlung als etwas Schlechtes. Aber sie war beschlossene Sache. Nun, sie ist allerdings nicht so recht eingetreten, nämlich in den 80er Jahren war es damit wieder vorbei, es drehte sich bei uns um, es wurde eigentlich dann wieder wärmer. In der Zwischenzeit wurden noch zwei andere Säue durchs Dorf getrieben, das war erstmal das Waldsterben, damit ging das Ende der 70er Jahre los, ne? Wir werden alle sterben, die Wälder sind kaputt, davon hört man überhaupt nichts mehr. Und die andere Sau, die durchs Dorf getrieben wurde, die ist aber völlig in Vergessenheit geraten. Da komme ich gleich dazu. Es gab zwischendurch noch was anderes, das hat sich aber überhaupt nicht durchsetzen können. Nämlich, es wurde kolportiert, dass durch die industrielle Verbrennung der Luftsauerstoff knapp wird. Wir sind aktuell bei 21 Volumenprozent. Es gab in der Vergangenheit auch schon mal 16 und auch schon mal 35. Und durch die industrielle Verbrennung würde der immer knapper werden und dann erstickten wir alle. Das ist aber relativ schnell in Vergessenheit geraten. Aber dann, Anfang der 80er Jahre, kam dann, wie Sie sagen, die Sache mit dem Ozonloch auf. Gerade über der Antarktis, in abgeschwächter Form auch über der Arktis. Und verantwortlich dafür gemacht hat man die Fluorchlorkohlenwasserstoffe, FCKW, die in Kühlflüssigkeiten Bestandteile waren. Und ja, da wurde natürlich auch ein ganz großer Hype drum getrieben. Es wurden regelmäßig neueste Zahlen veröffentlicht. Das Loch wird immer größer, immer größer. Es ist kein Loch im eigentlichen Sinne, sondern es ist einfach eine starke Reduktion der Ozonkonzentration, die man da angibt in Dobson-Einheiten. Das ist also reduziert auf Meeresniveau 0,01 Millimeter. Das wäre eine Dobson-Einheit. So, und seit vielen Jahren hört man vom Ozonloch gar nichts mehr. Ist komplett aus den Medien verschwunden. Ganz, ganz vereinzelt liest man auch die Begründung dazu. Das Ozonloch schließt sich nämlich. Dank des Abkommens von Montreal, in dem man diese FCKW verboten hat. Und nun sehen wir also die Auswirkungen. Das Ozonloch erholt sich, wird in einigen Jahrzehnten ganz verschwunden sein, so wird uns das erzählt. So, ich war mal so neugierig und habe mir da auch mal ein paar Statistiken angeschaut und es scheint tatsächlich so zu sein, dass sich das Ozonloch erholt. Allerdings war das so ein bisschen abrupt. Kam mir etwas seltsam vor, aber die Zahlen belegen, ne, so schlimm wie früher ist das Ozonloch bei Weitem nicht mehr. Hatte da anfangs auch keine Erklärung parat und ich wollte das dann schon wieder eigentlich fast beiseite legen. Und dann bin ich über etwas gestolpert, nämlich über diese etwas abrupte Änderung. Und habe gedacht, okay, jetzt schaue ich mir mal diese beiden Jahre nochmal an. Und es ist ja so, bei der Bewertung der Ozonkonzentrationen hat man jedes Jahr einen Stichtag herangezogen. Das war der 15. Oktober. Zu der Zeit scheint bereits die Sonne über der Antarktis. Ne, das ist also der antarktische Frühling.
Da haben wir also gut nach 23. September etwa, also im Bodenniveau, haben wir wieder Sonnenschein. Und immer zum 15. Oktober wurde ja die Ozonkonzentration gemessen. Wie man es gemacht hat, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Und man hat da eben dann eben jedes Jahr miteinander verglichen. Aber vor einigen Jahren hat man diese Methode abgeändert. Man hat den Stichtag vorverlegt auf 15. September. Zu der Zeit scheint auch schon die Sonne über der Antarktis, aber nicht im Boden ist, sondern in der Stratosphäre. Da geht eben gerade so die Sonne auf. Die Sonne ist ein Katalysator bei Ozonabbaureaktionen. Es ist aber völlig klar, dass Mitte September diese Abbaureaktionen nicht so weit fortgeschritten sein können wie einen Monat später. Also ich kann mit diesem ganz simplen Trick, mit der Vorverlegung um einen Monat, kann ich eine Reduktion des Ozonlochs vorgaukeln und ich kann sagen, juhu, das ist das Montrealer Abkommen. Na, Sie können sehen, wenn wir was tun, können wir auch was Gutes bewirken. Man vergleicht also wunderbar Äpfel mit Birnen. Ich habe natürlich dann auch die Äpfel mit den Äpfeln verglichen und die Originaldaten mir angeschaut, mit Stichtag wieder 15. Oktober. Und habe einfach mal eine simple Mittelwertsbildung durchgeführt und sehe da, es ist überhaupt kein Trend zu erkennen. Nichts. Überhaupt kein Trend. Es gibt eine starke Jahr-zu-Jahr-Variabilität, die von der stratosphärischen Temperatur abhängt. Ist dieser antarktische Tiefdruckwirbel sehr kalt, dann haben wir tendenziell weniger Ozon. Bei höheren Temperaturen mehr Ozon. Die Variabilitäten sind relativ stark, also es ist eine ziemliche Zickzackkurve. Aber wenn man hier einfach mal den Mittelwert drüber legt, es hat sich in all den Jahrzehnten, auch nach Montreal, überhaupt nichts getan. Das ist ein weiteres Beispiel für Datenmanipulation. Und die gesamte Klimaforschung ist, muss ich leider sagen, voll mit Manipulationen, mit falschen Behauptungen, teilweise mit erfundenen Daten, das gibt es inzwischen auch, also hier muss man dann von wissenschaftlichem Betrug sprechen. Geschieht ja offensichtlich mit dem CO2, mit den CO2-Werten. Das sind ja willkürlich festgelegte Werte, die eigentlich überhaupt keinen Bezug zu irgendwelcher Praxis haben oder keinerlei Relevanz haben. Wie kommen die denn zustande? Wie gesagt, das habe ich vorhin erläutert mit diesem Umrechnungsfaktor. Das spielt aber überhaupt keine Rolle. Das spielt überhaupt keine Rolle. Weil jetzt müssen wir uns mal eine ganz grundlegende Frage stellen. Hat CO2 wirklich so einen starken Einfluss auf das Klima, wie uns tagtäglich vorexerziert wird? Ist das wirklich gegeben? Wir können jetzt die Frage zunächst einmal nicht beantworten, aber wenn wir ein bisschen nachdenken, können wir doch fragen, na, wie war es denn in der Vergangenheit? Wir haben durchaus Möglichkeiten, CO2-Konzentrationen in der Vergangenheit festzustellen. Das ist vielleicht nicht ganz so genau, aber für die erste Abschätzung mag es genügen. Und wir hatten in der Vergangenheit, ich rede jetzt nicht von den letzten 30 und 100 Jahren, sondern ich rede von Jahrmilliarden. Wir müssen, wenn wir von Klima reden, ganz andere Zeiträume betrachten und nicht mit 30, 40 Jahren daherkommen. Das bringt überhaupt nichts. Wir müssen über Jahrmillionen, Jahrmilliarden denken. Und wir hatten also stark schwankende CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre. Zwischen 190 und über 1000 war eigentlich alles schon vertreten. Also Einheit ppm. Und wir haben jetzt nämlich auch die Möglichkeit, Temperaturen rein zu rekonstruieren. Und dann sehen wir ja, was macht das CO2? Ne? CO2 steigt und fällt, was machen denn die Temperaturen? Sehen wir da ein Signal? Und ich kann sagen, in den meisten Fällen sehen wir ein Signal. Tatsächlich. CO2-Kurve, Temperaturkurve.
Also können wir sagen, hat das CO2 einen Einfluss auf die Temperatur? Ich habe jetzt gerade nur die halbe Wahrheit erzählt, oder die halbe, sondern den halben Wissensstand, ich bin mit Wahrheit ein bisschen vorsichtig. Die Paläoklimatologie zeigt uns über die gesamte Dauer der Erdgeschichte, dass die CO2-Konzentration in der Atmosphäre dem Temperaturverlauf folgt, und zwar mit einem zeitlichen Delay in der Größenordnung von einigen Jahrhunderten. Das heißt, wenn wir eine Klimaerwärmung haben, aus irgendwelchen Gründen, das gibt es ja viele Faktoren, dann können wir davon ausgehen, dass mit einer gewissen Verzögerung, wie gesagt, einige Jahrhunderte, die CO2-Konzentration auch zunehmen wird. Mag jetzt vielleicht überraschen, ist in Wirklichkeit überhaupt nicht überraschend. Ich mache jetzt mal einen praktischen Vergleich, den die meisten von Ihnen kennen, wenn Sie ein kaltes Bier trinken oder ein warmes Bier. Ein warmes Bier schmeckt irgendwie nicht so richtig. Ein kühles Bier ist was ganz anderes. Warum? Die kalte Flüssigkeit, das kalte Wasser, kann wesentlich mehr CO2 aufnehmen als warmes Wasser. Der meiste Teil des CO2 bleibt einfach in Wasser gelöst. Etwa 0,2% geht die chemische Reaktion mit Wasser ein und bildet Kohlensäure, H2CO3. Das meiste ist dann eben CO2 gelöst in Wasser. Was wir auch daran merken, wenn wir eine Bierflasche plötzlich schnell öffnen, dann merkt ihr, warum? Die Bierflasche, die steht unter Überdruck. Wenn wir die Flasche öffnen, gibt es einen Druckausgleich. Aber unter hohem Druck kann Wasser auch mehr CO2 aufnehmen, als wenn der Druck niedriger ist. Das spielt jetzt beim Klima ist nicht so die Rolle, der Druck, aber eben die Temperatur. Und von der Erdoberfläche sind 71% Wasser bedeckt. Wir haben also ein ordentliches Wasserreservoir. Und wenn die Wassertemperaturen der Klimaänderung folgen, die Meere wärmer werden, dann fungieren Meere als eben eine schlechtere CO2-Senke. Es kann nicht mehr so viel CO2 aufnehmen, mit der Folge, wir haben dann auch mehr CO2 in der Atmosphäre. Ja, also nochmal zum Rekapitulieren. Die CO2-Konzentration folgt der Temperaturkurve und was uns erzählt wird, ist genau das Gegenteil. Natürlich könnte man sagen, CO2 als ein infrarotaktives Molekül wird in den Strahlungshaushalt der Erde eingreifen, bis zum gewissen Grad. Allerdings sehen wir dieses Signal nicht. Und warum? Es gibt so viele Klimafaktoren und so viele Rückkopplungsprozesse, dass dieser schwache CO2-Einfluss komplett untergeht. Und diese vielen verzahnten Rückkopplungen, es gibt negative und positive, diese vielen Klimafaktoren werden von der CO2-Lobby, Klimawandel-Lobby komplett unter den Tisch gekehrt oder als irrelevant abgekanzelt. Ja. Es gibt die sogenannten Milankovitch-Zyklen, kennen wir drei davon, einmal die Exzentrizität der Erdumlaufbahn um die Sonne, dann die Erdachse macht Kippbewegungen und Kreiselbewegungen. Das führt dazu, dass wir in manchen Perioden der Erdgeschichte die geringste Entfernung zur Sonne im Winter haben oder aber im Sommer. Momentan haben wir die geringsten Entfernungen im Winter, aber das wird sich auch irgendwann mal wieder ändern. Und das sind natürlich ganz andere Kräfte, also Kräfte in Anführungszeichen, die dahinter stecken, die so etwas wie diese ganz schwachen Strahlungsbilanzänderung durch CO2 mühelos kaschieren. Es gibt natürlich viele andere Dinge, die überhaupt nicht mehr betrachtet werden. In den 70er Jahren gab es einen schwedischen Meteorologen namens Gustav Wollin, der sich mit dem Klimaeinfluss des Erdmagnetfeldes beschäftigte. Seine Idee war, dass ein sich änderndes Erdmagnetfeld eine Art Induktionswirkung auslösen kann oder bewirken kann auf Meeresströme.
weil wir Meeresströme schon auch irgendwie als elektrische Ströme begreifen können. Man hat jetzt auch Salze gelöst, ne? Das ist jetzt kein Isolator. Ein sich änderndes zeitliches Magnetfeld kann die Meeresströme beeinflussen. Man hört überhaupt nichts mehr dazu, das ist völlig in Vergessenheit geraten. Göster Wollin ist, soweit ich weiß, 2018 verstorben. Darum kümmert sich auch niemand mehr. Ja, vielen Dank, ja. Erstmal, Herr Hausteiner, für diesen Ausflug in die Meteorologie. Ja, ein Beitrag. Ist doch merkwürdig, CO2 hat also überhaupt keinen oder kaum Einfluss. Es lohnt sich nicht drüber zu reden, aber dennoch ist es die wichtigste Größe geworden. Herr Mock, Sie waren auch in den Anfängen mit dabei, als diese Werte verhandelt worden sind. Das muss ja da wie beim orientalischen Jahrmarkt zugegangen sein, oder wie war das? Einerseits der zunehmende Schutz der Biodiversität einerseits und andererseits die Entwicklung des Klimas, die man zumindest mit gewisser Unruhe sah. Die Familie Weizsäcker war da sehr aktiv, verschiedene andere auch. Es gab ja damals schon das Institut von Herrn Weizsäcker in Starnberg, wo er sich viel mit diesen Dingen beschäftigte. Und es führte am Ende dazu, dass man überlegte, wie kann man das Thema in den Griff kriegen. Und es gab dann Diskussionen, einerseits eine CO2-Steuer einzuführen oder andererseits einen CO2-Handel einzuführen. Und es kam am Ende nur deshalb zum Handel, weil auch von englischer Seite gesagt wurde, wir stimmen einem solchen CO2-Minderungssystem nur zu, wenn es ein CO2-Handel wird. Eine CO2-Steuer, wie von Deutschland vorgeschlagen, lehnen wir ab. Und im Handel stimmten die Engländer vor allem deshalb oder wollten den vor allem deshalb haben, weil natürlich die Banken in England sich davon große interessante Spielräume versprachen, nämlich quasi eine Art Börse mit CO2. Und das führte dann 2005 zur Einführung des CO2-Handels. Und die Folge war natürlich, dass gerade mit dem Handel von CO2 und diesem Handelssystem und dann den Folgen der Minderung mit Technik infolge von Wind- und Solaranlagen sehr viel Geld gemacht werden konnte. Und mit einer CO2-Steuer wäre das nicht ohne weiteres möglich gewesen. Und der zweite Gesichtspunkt, der verloren gegangen ist in der Gesamtdiskussion, ist, dass die Diskussion beim Klima am Anfang dahingehend sich differenzierte, entweder wir entscheiden uns für eine Minderung von CO2 oder wir helfen der Menschheit, sich an das Klima anzupassen. Diese zwei Möglichkeiten, Adaptation einerseits, also die Anpassung und die Minderung andererseits, führte dazu, dass man sagte, okay, aber nur mit der Minderung von CO2 kann man auch Geschäfte machen, Geld machen. Und in den letzten 20 Jahren haben wir deshalb wesentlich gesehen, dass die sogenannte CO2-Minderung als Geschäft im Raum stand, wo viele Leute viel Geld mitgemacht haben und die Anpassung für die Menschen an das Klima nicht erfolgte. Typisches Beispiel ist für mich das A-Hochwasser, wo nämlich Vorfeld keine Anpassung erfolgte, im Gegenteil. Aber trotzdem wurden sehr viele Windanlagen gebaut, die aber das Hochwasser im Ahrtal nicht vermindern konnten. Mit anderen Worten, es wurde sehr viel mit Maßnahmen Geld verdient, mit dem Pseudonym, wir helfen dem Klima, indem wir CO2 mindern durch diese Technik. Und an das Klima sich anzupassen, was die Menschen seit Millionen Jahren machen müssen, aufgrund der verschiedenen Änderungen des Klimas über diesen Zeiträume, an der Klimaanpassung wurde wenig gemacht. Und das ist für mich insoweit sträflich, weil das Klima ändert sich auf jeden Fall, egal in welchem Umfang. Und hier hat die Politik eigentlich eine Vorsorgepflicht, die Menschen darauf vorzubereiten, an solche Klima sich anpassen zu können, egal wie sich es weiterentwickelt. Wenn ich mal unterstelle, wir werden 2 Grad erreichen, wie auch immer und aus welchen Gründen auch immer, dann hat die Politik hier eine Pflicht, den Menschen zu helfen, sich an das Klima anzupassen. Das erfolgt aber so gut wie gar nicht. Stattdessen wird eben sehr viel in die Klimaminderung gesteckt, die wir alle auch noch bezahlen müssen, damit andere Leute viel Rendite machen. Und die Anpassung, die eigentlich für jeden Menschen vor der Tür liegt, erfolgt nicht oder in nur viel zu geringem Umfang.
Und das ist im Grunde die Erblast, die wir aus dem Beginn des Emissionshandels 2005 bis heute mitschleppen, dass also Milliarden, wenn nicht Billionen von Geldern in hochattraktive Renditemodelle geflossen sind, mit der Behauptung, wir werden an das Klima etwas ändern oder die Klimaerwärmung mindern und die Anpassung für die Menschen an Klimaerwärmungen und Klimaveränderungen so gut wie nicht erfolgte. Und deshalb auch eine Erblast, weil natürlich die ganzen Millionen und Billiarden und Riesensummen an Geldern, wie wir jetzt sehen, das Klima leider nicht verändert haben. Das Klima wird nach wie vor wärmer. Das heißt, es wurde unheimlich viel Geld damit verdient, dass im Grunde das Versprechen, damit das Klima einzudämmen, damit es nicht wärmer wird, dieses Versprechen kann und wird nicht eingelöst. Und das ist für mich das eigentliche Drama, dass nämlich diese Versprechungen sich als Fata Morgana erweisen. Und deshalb gilt es eigentlich, die ganze Diskussion zurückzuführen auf die Basis, was ist wirklich machbar, was ist sinnvoll und wo können Ressourcen sinnvoll eingesetzt werden, die auch für uns und für die Menschheit eine Perspektive bieten und nicht nur bestimmten Industrien viel Geld ermöglichen, die wir zwangsweise finanzieren müssen. Herr Heidmann, bitte. Ja, ich möchte da mal drauf eingehen. Herr Mock hatte gerade einen Satz gesagt, das liegt vor unserer Haustür. Ich möchte den Fokus mal auf eine ganz andere Sache legen. Wenn wir hier aus Fenster gucken, haben wir rechte Hand und linke Hand Straßen. Also wir befinden uns hier in Frankfurt. Ich mache hier für etliche Stadtwerke und einige Städte auch den Umbau. Der betrifft jetzt, die haben mit Photovoltaik oder Windkraft jetzt weniger zu tun. Das ist auch nicht Thema. Aber wir haben ein Heizungsgesetz und wir haben die E-Mobilität. Um Ihnen mal klar zu machen, was hier eigentlich passiert. Ich würde das jetzt hier ein Beispiel an Frankfurt machen, kennt zwar das Netz nicht, aber es ist identisch, ist egal, wo ich mich jetzt hier befinde. Wenn hier in irgendeinem Viertel zwei, drei Leute meinen, sie möchten ein E-Auto haben, sollen sie es bekommen, dann kriegen sie auch eine Ladestation. Das bedeutet aber, wenn dieses Viertel eventuell schon eine fertige Oberfläche hat für Gehwege, Straßen, Sitzmöbel, was auch immer, und das alles schick ausgebaut ist, aber die Querschnitte dafür nicht ausreichen, dann wird man alles wieder aufnehmen. Und die Kommune muss dafür Geld bereitstellen für diese Flächenwiederherstellung und das Ungemach. Sollte das denn passieren und 3-4 Jahre später kommen die nächsten 3-4, wird es wieder passieren. Es wird nicht im voraushaltenden temporär, es wird nur temporär hergestellt und die Querschnittserhöhung gemacht. Wir befinden uns zurzeit in einer folgenden Problematik. Die großen Konzerne können das gerade noch so abdecken und einzelne Stadtwerke nicht. Das heißt, ich muss für Ausbaugebiete und Baugebiete, die vorher mit Gas vorher versorgt werden, da gibt es jetzt keine Abnehmer mehr seit Anfang des Jahres, das ist teilweise haben die Kommunen das vorgestreckt, also die haben die Gebiete, die Baugebiete für die Gaserschließung gemacht, das ist jetzt umsonst. Die müssen irgendwie zusehen, wie sie das Geld wieder reinkriegen, weil sich keiner mehr an Gas anschließt. Aber keiner hat dafür gedacht, dass ein Wärmepumpengesetz kommt und die Querschnitte dafür nicht ausreichen. Also werden in die Gebiete Trafostationen gesetzt und die Querschnitte erhöht. Das zieht Kosten nach und auch Zeit nach. Wir müssen dann immer von Zeitrechnung machen, eine Trafostation zu bestellen. Wenn ich jetzt das kleine Stadtwerke dann mache, dauert das ein Dreivierteljahr. Wenn ich den Zeithorizont sehe, wo wir hinwollen, dass das ja alles passieren soll, werden wir das Zeithorizont nie erreichen, diesen Umbau zu machen. Das Gleiche gilt auch für die Fernwärme. Fernwärme ist von der Sache her nicht realistisch, aus dem einfachen Grunde, ich arbeite ja mit meinem Erstbestand. Und wenn ich den Erstbestand jetzt an Querschnitte und ich will jetzt neue Viertel anschließen, dann muss ich ja auch den Altbestand anpassen, und auch die Dimension, weil ich breite das Netz ja aus, dafür ist es nie konzipiert worden. Die Zeiträume dafür sind gigantisch, um das hinzubekommen. Da reden wir von mehreren Jahren, bis 10 Jahre und noch mehr. Das Gleiche gilt auch für die Sache, dann habe ich aber nur den Neubau im Blick. Wir sind zum größten Teil, ich muss hier mir gar nicht groß unter die Oberfläche hier gucken von dieser Stadt,
Ich habe hier noch Abschnitte in dieser Stadt drin, die sind 50, 60, 70 Jahre alt. Die warten irgendwann auf eine Erneuerung. Der ist nicht mit eingeplant. In keinster Art und Weise hat irgendeine Stadt eingeplant. Und ob die Haushalte überhaupt dafür in der Lage sind, den Haushalt dafür zu haben, das zu stemmen, ist fraglich. Ich gehe davon aus, dass fast keine Stadt in Deutschland einen gesunden Haushalt hat. Das wird aber umgelegt und wenn man das durchdrücken will, denn absolut durchdrücken will, da denkt noch keiner drüber nach. Die Kommunen sind eigentlich, kriegen eine politische Order und setzen Leute ein, die in die Wärmewende und umsetzen sollen. Die fangen an, die Häuser zu gucken, was da für Heizungen drin sind und Maßnahmen zu machen. Diese Leute haben keine Ahnung. Das sind reine Ideologen, die da eingesetzt werden. Das ist teilweise so, die können sich freiwillig melden und überprüfen ihre Städte und Kommunen. Aber es passiert nichts. Man kann das, keine Stadt wird das schaffen. Ich gehe davon aus, keine Stadt wird diesen Zeithorizont, der angegeben wird, das zu schaffen. Das Geld ist nicht dafür da. Alle machen sich die Baubetriebe und das Material streitig, weil die Zeithorizonte dafür zu wenig ist, das herzustellen. Das muss jedem jetzt hier klar sein, wenn die Kommunen um die Ecke kommen und die wollen jetzt hier irgendetwas machen. Dafür wird dann die Grundsteuer verdoppelt. Ja, das ist denn die... Ne, irgendwo wird das Geld dann herkommen und das wird dann von den Leuten kommen müssen. Und es wird Beschlüsse kommen, weil wir haben das alle gewollt, wir wollen die Welt retten und dann wird das kommen. Na klar. Ne? Also wundern Sie sich nicht und seien Sie wachsam und passen Sie auf, gehen Sie denn zu diesen Veranstaltungen hin, die die Städte ausschreiben, wenn da irgendwelche Maßnahmen sind. Sie müssen einfach hingehen. Es hilft ja letztendlich nichts. Denn Sie müssen immer an Ihre Kinder denken und an die Nachkommen denken, die müssen das endlich ausbaden. Denn ich sehe ja an dem Publikum heute hier, dass eigentlich die Generation, die dahinter steht, nicht anwesend ist. Das ist eigentlich das größte Problem. Alle, was wir hier vorne sagen, alle vier erreicht die Generation nicht, die das denn letztendlich bezahlen muss. Wir werden hier verschwinden. Irgendwann werden wir nicht da sein. Und die anderen, die auf der Straße laufen, werden das noch nicht verstehen. Und Sie müssen sich da in dieser Richtung auch arrangieren. Ich appelliere immer an jeden, an Eltern und Großeltern zu appellieren. Das ist äußerst schwierig, weil die in den Schulen so maltriert werden, in diese Richtung da ranzugehen, einen Keil zwischen den Familien zu treiben. Ich habe eine Veranstaltung vom Club of Rome voriges Jahr besucht. Vom Club of Rome, da waren die Verantwortlichen der Stadtverwaltung dabei, unter anderem von der Bildungseinrichtung. Und es wird ausdrücklich gesagt, die Kinder und Jugendlichen so weit zu beschulen, dass sie den Konflikt in die Familien zu tragen haben. Dann haben die geklatscht, um zu zeigen, wer schuld daran ist. Das sollen die Kinder übernehmen, den Konflikt in die Familien zu tragen. So, und wenn Sie die Umsetzung denn hören, dann werden wir alle auf Schwierigkeiten zusteuern, die brachial sind. Wenn das nicht gelöst wird und wir die Jugend hier nicht in die Sitze kriegen, hier, die da zuhören, und man ihnen das verständlich macht, was los ist. Ich sehe das als das größte Problem. Naja, also ich glaube, das größere Problem dahinter, jetzt werde ich mal etwas deutlicher, und nicht mehr so lieb und kuschelig, ist die Bildungsmisere in unserem Land. Die Bildungsmisere in diesem Land und die Bildungskrise und die Energiekrise, das ist ein und dieselbe Sache. Weil wir kriegen erzählt, Gebäudeenergiegesetz, unsere Elektroheizungen, nein, die Wärmepumpenheizungen, die wir einbauen sollen. Und da könnte man ja mal auf die Frage kommen, wenn wir eine Wärmepumpe mit elektrischem Strom betreiben und eine gegebene Menge an Heizleistungen brauchen, wie viel Strom müssen wir denn eigentlich da reinstecken? Und das ist elementare Thermodynamik und da steht in jedem Lehrbuch der technischen Thermodynamik, kann man das Thema Wärmepumpe abhandeln. Dort findet man, dass eine Wärmepumpe eine Menge an Strom
um Faktor 4 aufwertet, also man tut eine Kilowattstunde Strom reinkommen, kommen 4 Kilowattstunden Wärme raus, das ist hervorragend. Das funktioniert aber nur im Sommer. Im Winter sieht das ganz trübe aus. Dieser Faktor hängt in extremer Weise von der Umgebungstemperatur. Von der Umgebungstemperatur ab. Ich will damit sagen, wenn es draußen kalt ist und richtig kalt ist, sinkt dieser Faktor von 4 auf 1. Das heißt, unsere Wärmepumpenheizung verwandelt sich in eine Elektroheizung. Und da können wir uns ganz entspannt zurücklehnen, was immer die Sie in die Familien tragen wollen. Sie werden krachend scheitern an einem ganz einfachen Sachverhalt. So viel Strom können wir im Land gar nicht produzieren, schon gar nicht mit erneuerbaren Energien. Erstens. Zweitens. So viel Kabel haben wir nicht in den Straßen liegen, um diesen Strom in die Haushalte zu transportieren. Also, meine Damen und Herren, lehnen Sie sich ganz entspannt zurück. Ja, das ist eine Politik von Leuten, es tut mir furchtbar leid, das sind wir bei der Bildungskrise, die mit Verlaub an Dyskalkulie leiden. Dankeschön. Das war auch das ideale Schlusswort für unsere Diskussionsrunde, bevor jetzt wir auf die Fragerunde zugehen. Vielen Dank erstmal für die 4 Referenten. Das war eine hervorragende Runde und ich bewundere Sie. Sie haben jetzt fast 2,5 Stunden hier gesessen und zugehört. Das ist bewundernswert. Ja, und eigentlich möchte ich jetzt die Fragerunde eröffnen, denn ich kann mir vorstellen, da sind die einen oder anderen Fragen bei Ihnen aufgetaucht. Die erste Handmeldung sehe ich schon. Das müssen wir jetzt hier leider irgendwie mit dem Mikrofon hinkriegen, sonst wird das nicht aufgezeichnet, bitte. Ja, mein Name ist Ralf Lorenz, ich komme aus dem Rhein-Sieg-Kreis und ich habe eine Frage. Viele Kommunen stehen vor dem Haushaltssicherungskonzept, sind in Nothaushalten und quasi pleite. In Nordrhein-Westfalen ist ein Windenergieerlass beschlossen worden, Beschleunigungsgesetze und auch Ausweisung von Potenzialflächen für Windkraftindustrieanlagen. So, und jetzt kommen die Kommunen, die eine Hoffnung haben, dass sie ihre Haushalte wieder konsolidieren. Viele Menschen sind aber leiden mittlerweile unter Elektrosensibilität, der Infraschall und die gesundheitlichen Auswirkungen. Und meine Frage sind jetzt an die Referenten und Experten. Kann man sich eigentlich gegenüber diesen Windkraftindustrieanlagen wehren, dass unser Zuhause und der Rhein-Sieg-Kreis ist bislang noch nahezu windkraftindustriefrei. In Altorf, in Windeck, in Ruppichteroth plant man erstmal 10 Anlagen je Kommune, aber weitere sind schon in der Hinterhand. Wie kann man sich wehren? Was geben Sie für Ratschläge jedem einzelnen Bürger, was er tun kann, damit unsere Heimat und die Natur erhalten bleibt und nicht durch diese weiteren ideologischen Bauvorhaben mit gesundheitlichen Auswirkungen bei uns vor die Tür gebaut werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich denke, zuerst ist der Jurist gefragt und dann der Infrastrukturplaner. Tja, also ich fange mal so an. Die Windlobby hat im Wirtschaftsministerium super Beziehungen, wie die wahrscheinlich alle wissen. Und im Wirtschaftsministerium sind in den letzten 2 Jahren annähernd über 50 Gesetze und Teilgesetze erlassen worden, um Anwohnerrechte einzuschränken. Überall da, wo man früher mit Klagen Möglichkeiten hatte, Windanlagen zu verhindern, beziehungsweise mir liegt es sehr am Herzen, vernünftige Abstände zu erreichen und keine Windanlagen in Schutzgebieten zu ermöglichen. Dies alles ist weitestgehend gestrichen oder so stark reduziert worden, dass man als Anwohner kaum noch Möglichkeiten hat. Sie müssen sich vorstellen, es gab bis letztes Jahr noch die Abstandsregelung in NRW von knapp 1000 Meter zwischen Windanlagen und Wohnhäusern, hat man alles gestrichen und der Habeck hat das ersetzt durch § 249 Absatz 10 Baugesetzbuch, nur noch der 2H-Abstand, also die Höhe der Windanlage mal 2 zum nächsten Wohnhaus. Das heißt, je höher die Anlagen werden, je lauter die Anlagen werden, je größer die Leistungsstärke ist, je mehr die Emissionen werden, desto knapper sollen die Abstände werden. Und das hat natürlich zur Folge, dass die Wertigkeit der Immobilie massiv einbricht und auf der anderen Seite
die Betreiber damit Geld machen, möglichst nah an die Wohnhäuser heranzukommen. Weil wenn zum Beispiel der Lärmschutz nachts noch gelten sollte, dann müssen die Anlagen vielleicht nachts abgeschaltet werden. Die Betreiber bekommen das aber erstattet. Das heißt, der weniger Betrieb wird auch noch finanziell erstattet und belohnt dafür, dass sie möglichst nah an die Wohnhäuser herangebaut haben. Es gibt eigentlich nur ein ganz einfaches Thema. Wäre den Anfängen, möglichst früh bei den Gemeinden zu intervenieren. Und die große Gefahr, die Sie zu Recht sehen, nämlich die Finanznot, der Gemeinde klarzumachen, dass das nicht auf Kosten der Anwohner und der Immobilien der Anwohner gehen darf. Nehmen Sie mal ein Beispiel. Wenn in der Nähe der Windanlage von unter 1000 Meter 10 Wohnhäuser liegen, gemäß RWE-Studie von 2009 verlieren die dann einen Wert von pro Haus von 25%. Bei 10 Häusern 25% weniger sind mehrere Millionen Euro Kapitalverlust zulasten der Einwohner. Und das wird ausgeglichen dadurch, dass der Windanlagenbetreiber und Projektierer im Vorfeld das Geld quasi für sich als Gewinn realisiert auf Kosten der Anwohner. Wir haben also nur einen Geldwechsel. Das ist keine Wertschöpfung, ist ja sowieso ein Subventionssystem. Subventionssysteme haben keine Wertschöpfung, sondern ich habe nur einen Finanzaustausch. Das Geld geht von Einwohnern zu den Windanlagenbetreiber und die bringen das weg aus der Gemeinde. Da bleibt nichts übrig, bis auf die Pachtkosten vielleicht, die an Pachtzahlungen erfolgen. Und das muss man den Gemeinden deutlich machen und die Anwohner sensibel machen, dass hier ein massives, asoziales Finanzkonstrukt unterwegs ist, der Umverteilung von Geld von unten nach oben. Einige wenige werden riesige Gewinne abschöpfen zulasten einer großen Allgemeinheit, die im Grunde verurteilt wird, aufgrund der Habeck-Gesetze nur noch zuzugucken, ihrer eigenen Enteignung. Wie gesagt, während den Anfängen, die Gemeinden müssen dafür sensibel gemacht werden, wenn auf der anderen Seite, ganz kurz, ein Satz noch, wenn auf der anderen Seite durch der politische Druck von Düsseldorf stark auf die Gemeinden einwirkt, hier zwangsweise Windanlagen bauen zu müssen, wegen angeblicher politischer Ziele, die, wie wir alle wissen, heute auch nicht realisiert sind, stehen natürlich die Bürgermeister und Gemeinderäte massiv unter Druck. Und was dahinter in den Kulissen läuft, ist noch ein weiteres Beispiel, denn viele Landtagsabgeordnete, viele Gemeinderäte haben Grundstücke, die sie natürlich mit den Geldern, die ich eben schon erwähnt habe, versuchen, bestmöglich zu vermarkten und dann ganz andere Interessen haben als die große Teile der Gemeinde und der Einwohner, die daran nicht partizipieren. Nochmal ganz kurz Nachfrage, wie soll ich denn die Kommune sensibilisieren, wenn diese Gemeindewerke gründen oder Stadtentwicklungsgesellschaften, die mit dem Ziel, als Windkraftindustriebetreiber oder wie auch immer fungieren, seit Jahren Grundstücke kaufen für Ausgleichsmaßnahmen, für Naturschutz, also lange Jahre diese Sachen vorbereitet werden. Was kann ich als Bürger tun? Denn die Sensibilisierung funktioniert einfach nicht, weil man nämlich abgeschaltet und mundtot gemacht wird. Auf Veranstaltungen wollte man mir das Mikrofon wegnehmen, habe ich aber fest in der Hand gehabt. Aber was kann jeder Einzelne tun? Kann ich eine Rechtsschutzversicherung abschließen? Kann ich klagen? Was muss ich tun, damit wir so etwas verhindern? Ja, natürlich lohnt sich immer eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen. Übrigens unbedingt darauf achten, dass Streitigkeiten mit Windanlagen enthalten sind, weil die Versicherungen sind natürlich auch nicht dumm. Die merken inzwischen, was los ist und versuchen, diese Klausel aus den Rechtsschutzversicherungen rauszustreichen. Wenn man aber interveniert, bekommt man das. Selbst wenn es ein paar Mark mehr kostet, sollte man das tun. Ja, man kann das alles, aber ich will Ihnen, mein Spruch heißt, Optimisten sind die, die nicht voll informiert sind. Durch die Gesetze, die so restriktiv gegen die Anwohner erlassen worden sind, sind Gerichtsbarkeit verpflichtet, die Gesetze anzuwenden. Und je mehr Gesetze zum Nachteil der Anwohner verändert wurden, desto mehr sind auch Gerichte verpflichtet, zum Nachteil der Anwohner diese negativen Gesetze anzuwenden. Das heißt, die Möglichkeiten sind zunehmend gering geworden und man muss sich die Konstellation vor Ort genau angucken. Ich bin nicht jemand, der jeden ins Gericht jagt, um dann eine Klage zu veranstalten, aber manchmal muss man es schon deshalb tun, um zu dokumentieren,
mit dem Verfahren und mit dem Urteil anschließend, was da wirklich passiert, um später darauf hinzuweisen, dass man damals schon dagegen geklagt hat und dass das nicht in Ordnung ist. Also Stichwort Mikropartikel, was ich schon erwähnt habe, ist für mich ein wirklich großes Brett, was auf uns alle zukommt, und alle machen die Augen davor zu. Umso wichtiger ist es, dagegen zu klagen, es in der Klage, in dem Urteil dokumentiert zu haben, um später wegen Schadensersatz oder ähnliche Dinge darauf Rekurs nehmen zu können. Denn das Problem ist ja wie folgt: In 10, 20 Jahren, auch wenn die Anlage dann später vielleicht abgebaut ist, kommt man plötzlich und sagt, ach, der Boden ist ja völlig mit Mikropartikel, wo kommt das denn her? Ach nein, aber der Grundstückseigentümer darf dann die Grundstücke nicht mehr ordnungsgemäß für die Entwicklung von Lebensmitteln verwenden und sitzt dann auf einem Grundstück, das nichts mehr wert ist und kann nicht mehr belegen, kausal, dass es am Ende möglicherweise die Winterlage gewesen ist. Umso wichtiger, vorher mit Urteilen allem drum dann, auch wenn man verliert, so dokumentiert zu haben, um am Tag X dies entsprechend belegen zu können. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt, aber es ist wirklich enorm, was die Ampel im Hinblick auf Einschränkung von Anwohnerrechten in den letzten Jahren veranstaltet hat. Ich nenne es eine Entrechtlichung und Entdemokratisierung, wie es sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben hat. Den meisten ist das gar nicht bewusst, was da passiert, aber es ist beunruhigend, wie im Grunde die Rechte der Anwohner, die in 50 Jahren erkämpft worden sind, in wenigen Jahren einfach zusammengestrichen wurden. Herr Heidmann. Okay, also ich bin nicht ganz der Meinung von Herrn Mock. Ich muss dazu sagen, ich habe solche Fragen, wie Sie da gestellt haben, öfters begleitet in Kommunen und Bürgerinitiativen. Ich weiß nicht, ob bei Ihnen schon eine Bürgerinitiative sich gegründet hat im Vorfeld. Hat sich das? Dabei. Zu spät. Ich muss jetzt sagen, zu spät. Sie sind einfach zu gutgläubig. Klagen gegen null. Also alles, was ich kenne, mit Klagen gegen null. Und brutal zu sagen, ich sage das jetzt mal, brutal wird zwar jetzt hier aufgenommen, Sie haben einen verkehrten Ansatz. Jeder hat hier einen verkehrten Ansatz. Das sage ich immer zu den Leuten, wenn sie das verhindern wollen. Es geht ja um Verhindern, die sollen ja gar nicht erst entstehen. Sie haben alle gegen sich. Sie haben die Medien gegen sich, sie haben die Gemeinde eventuell, so wie sich das anhört, gegen sich. Sie haben die Raumplanung gegen sich, sie haben eigentlich alle gegen sich. Sie können das nur mit Verbündeten machen, sie müssen genügend werden. Und dann müssen sie... Ich sage das jetzt ungern, aber letztendlich müssen Sie sich das angucken, wie andere das machen, um ihre Rechte durchzusetzen. Da können Sie durch Frankfurt durchgehen. Können Sie sich in Frankfurt oder in anderen Städten oder, ich sage jetzt mal einfach, Sie können nach Lützerath gehen und sich angucken, wie das geht. Aber dazu haben Sie nicht die Leute dazu da, weil das die Jugend machen müsste. Ich sage Ihnen das so, wie es ist. Wenn die Leute kommen und eine Veranstaltung dort machen, wo die Bürger sitzen, dann müssen die schon am Ortseingang ihr Auto hinstellen. Also dann dürften die schon gar nicht in den Ort reinkommen. Die müssen Spießrouten laufen zu der Veranstaltung, damit die beim nächsten Mal erst gar nicht kommen. Also der Errichter und der Verantwortliche vom Amt und so weiter. Das sind Sachen, wo ich dann sage, Leute, ihr habt nur diese eine Chance. Ihr müsst euch wie die Gallier wehren. Aber richtig, da nützen keine Transparente und Kuschelgespräche, das geht gar nicht mehr. Bis zum Eingang, der Eingangstür dieses Saales ist das für den unangenehm zu sein. Auf anderen Veranstaltungen wird mit Ihnen da ja auch so umgegangen und nimmt Ihnen das Mikro weg. Sie müssen das umdrehen, Sie müssen diese ganze Kette umdrehen. Aber wenn, ich sage Ihnen das so, wie es ist, wenn Sie keine Verbündeten haben und Sie Ihre Kinder nicht dazu hinkriegen, weil die haben Sie doch unbedarft und die graben sich auch noch davor ein eventuell oder kleben sich irgendwo fest. Andere machen das ja auch hier im Land. Warum sollen die das nicht in der Methode genauso machen? Ich sage Ihnen das so, wie es ist, anders geht nicht, da haben Sie keine Chance. Außer Sie haben eine Gemeindevertretung, die sagt von vornherein und macht einen Beschluss, wir wollen das nicht. Wir geben unsere Grundstücke nicht her. Oder Sie haben Grundstückseigentümer, die von vornherein sagen, ist egal, wie viele Millionen die mir hier geben, ich gebe mein Grundstück nicht her. Da wird keine Trasse gebaut, dann ist das sowieso alles hinfällig. Anders wird es nicht sein.
Das haben wir x-mal durch. Ja. Ja, hallo, danke. Ja, Andreas Geisenheiner, ich komme aus dem Rhein-Neckar-Kreis, aus der Heidelberger Ecke. Und einige kennen mich hier auch. Ich beschäftige mich seit 10 Jahren intensiv, seitdem ich in Pension bin, mit dem Thema Klima und Energie. Als Ingenieur hat man da gute Voraussetzungen. Und ich fange jetzt mal so an, dass ich erstmal meine Frage stelle an den Herrn Braunberger. Ne? Ja. Zum Thema Klima, bitte aber darum, dass ich hinterher noch was anderes sagen darf. Die Frage ist die zum CO2-Budget, zum CO2-Budget, was die Grundlage dafür ist, die Annahme, dass es ein solches Budget geben könnte, war die Grundlage für das Klimaschutzgesetz beim Bundesverfassungsgericht. Und dieses Budget und dieses Budget spielt eine große Rolle als Streitfrage. Da hätte ich gerne nochmal Ihre Einschätzung dazu. So, jetzt nochmal zu dem, was ich sonst noch sagen wollte. Ich komme zu dem Thema Generationenfrage, Jugend. Ich habe das Glück, dass wir Kinder und Enkel haben und die Enkel sind inzwischen so knapp am Erwachsenenalter, also zwischen 15 und 20 und es gibt intensive Diskussionen in der Familie am Festtagstisch, wenn das Essen geschmeckt hat, über das Thema Klima und Energie. Intensive Diskussionen. Wenn man dann auch Glück hat, dass die Jugend die ersten Freunde mitbringt, wir haben Mädchen, die kommen dann der Jungs mit und das sind meistens Studenten und das macht dann Spaß, es gibt eine richtige schöne Diskussion und wenn sich dann Freund und Freundin über das Ergebnis noch streiten, dann haben wir eigentlich das geschafft, was wir wollen, nämlich eine intensive kritische Diskussion in der Jugend. Dazu muss man, wie gesagt, ziemlich beschlagen sein, aber das ist ein Schritt und der zweite Schritt ist eben das, was ich an wirklich im Bereich der Gesetze und der Juristerei abspielt. Das müssen eben die Gremien behandeln und es gibt ja wohl beim Bundesverfassungsgericht auch eine Klage gegen das Klimaschutzgesetz. So, jetzt sage ich noch eins dazu. Wenn ich mich 10 Jahre mit Klima und Energie befasse, dann tue ich das im Rahmen der AfD. Ich bin im Bundesfachausschuss der AfD. Stellvertretender Sprecher und wir beschäftigen uns intensiv mit dem Thema. Und das größte Kompliment, was ich bisher bekommen habe seitens der AfD, war vom Professor Tess bei einer ähnlichen Veranstaltung, dass er feststellte, ohne das zu wissen, dass die einzige Partei, die eine konsistente Energie- und Klimapolitik hat, eben die AfD ist. Wir arbeiten sehr intensiv dran. Insofern sage ich jetzt zum Schluss, noch eine Empfehlung, Sie können ja entsprechend wählen. Danke. Zum Thema CO2-Budget kann ich Folgendes sagen. Es mag für das Klima einen gewissen Einfluss haben, ob die Konzentration in der Atmosphäre bei 0 ppm liegt oder bei 20. Und jetzt gehe ich das immer in 20 ppm-Schritten nach oben, von 20 auf 40, ich höhe von 40 auf 60, 60 auf 80. Wir sind jetzt angekommen bei etwa 400, 420. Und das Treibhauseffektpotenzial spielt aber eine immer geringer werdende Rolle, wenn ich diese Konzentrationen weiter erhöhe. Sprich, der Unterschied zwischen 0 und 20, der mag noch irgendwo nachweisbar sein, zwischen 40 und 60 nicht mehr so gut, zwischen 100 und 120 spielt das eigentlich keine Rolle mehr. Und wenn wir jetzt diskutieren, jetzt vor ein paar Jahren waren es 380, dann sind es 400, das spielt überhaupt keine Rolle und man kann auf Basis dieses Wissensstandes eigentlich überhaupt keine CO2-Gesetze erlassen. Das ist bar jeden Sinnes, ganz ehrlich. Wir sollen CO2 reduzieren und man brüstet sich ja inzwischen damit, ja, dem Verkehr ist es nicht gelungen, es ist den Haushalten nicht gelungen, CO2 zu reduzieren, aber es ist der Industrie gelungen. Damit brüstet man sich. Ist aber auch jetzt keine allzu große Kunst. Der Verkehr kann nicht ohne weiteres abwandern, ein Haushalt kann auch nicht einfach abwandern, die Industrie kann aber abwandern,
So, und die Industrie wandert ja ab, ne, vor allem nach China. Und was vielleicht jetzt die deutsche Industrie an CO2-Emissionen einspart, das pulvert China in so höherem Maße wieder raus. Also es ist eigentlich nur eine Verlagerung des Problems von A nach B. Aber unabhängig davon, wir haben überhaupt keine Hinweise, dass CO2 ein Klimatrigger ist. Und wir können das diskutieren, 400, 420, was das auf, wie groß ist das Budget. Man kann auf dieser schwammigen Basis keine Gesetze erlassen. Also da kann man Symbolpolitik betreiben, durchaus, aber keine Sachpolitik. Also, ich weiß, ja. Aber man kann auf dieser wackeligen Basis eine Industrienation ruinieren, ja. Das geschieht. Ich glaube, da hinten ist eine Meldung. Okay. Ich würde gerne wissen, wer sind die, noch näher, okay, wer sind die Projekteure bzw. Profiteure der Windenergie? Also RWE habe ich vernommen und wer ist es noch? Wer verdient das Geld? Wo auch immer, da finden Sie eigentlich eine ganze Menge Gesellschaften. Schönes Beispiel, jetzt letzte Woche hat die KKR, der große amerikanische Investor KKR, neben BlackRock, einer von den großen Fonds, sich in LKWs eingekauft. Da ist einer von den Projektierern. Es gibt Plumbeck, es gibt von RWE gibt es Projektierer, es gibt Energiekontor, das sind also verschiedene größere oder kleinere Projektierer. Und die finden Sie im Internet ganz gut. Also suchen Sie mal ein bisschen in dieser Richtung. Da gibt es, ich sag mal, 50 große Projektierer. Das sind die, die Deutschland zur Kasse bitten. So, da noch eine Frage. Einfach nur sprechen, ja. Mein Name ist Regine Ege, an Herrn Heidmann. Sie hatten erwähnt, dass die Gemeinden jetzt irgendwie Aktionen starten, tätig werden, wo auch Freiwillige gesucht werden. Das ist doch wahrscheinlich dieses andere Gesetz, also nicht dieses GEG, sondern da gab es ja noch so ein Gesetz. Haben Sie das gemeint, oder? Nach dem, oder nach was werden diese Gemeinden denn jetzt da tätig? Und was könnte man da jetzt in dem Rahmen machen als Bürger und Bürgerin? Ich hatte Sie so verstanden, dass man da aufpassen soll und gegebenenfalls irgendwie ja, was machen kann. Die Wärmeplanung, die gemacht wird, die jetzt die Kommunen haben ja einen Zeitrahmen, wo sie die Wärmeplanung bekannt geben sollen. Das heißt, gut, hier bei dieser Stadt, wenn das jetzt in Frankfurt ist in diesem Falle, werden die eine Wärmeplanung machen, weil die haben ein Netz, also entweder ein Gasnetz oder ein Fernwärmenetz. Bei kleineren Kommunen, die sowas nicht haben, die bräuchten das eigentlich nicht machen, die müssten auch gar kein Geld ausgeben. Das Besondere ist, die suchen für solche Sachen, besonders bei kleinen Städten oder Kommunen, immer Freiwillige, die da mitmachen wollen, um in der Gemeinde oder in den Kommunen zu gucken, wie ist der Zustand. Das Besondere ist, da melden sich immer welche, die sind ideologisch auf Kurs. Die sind ideologisch auf Kurs. Ne? Also die setzen das um und wollen das auch. Und die fangen dann an, die Grundstücke und die Häuser zu kontrollieren von außen. Teilweise gibt es Sachen, ich kenne das aus einer Landesvertretung, dass mit Wärmebildkamera geguckt wird, denn zu bestimmten Jahreszeiten, wie ist die Dämmung, wie sind die Fenster und so weiter. Und das fließt dann in diesen Planungen mit ein. Ich halte das für sehr fragwürdig, dass Kommunen das jetzt so machen. Die haben normalerweise keine Chance, aber
Machen Sie sich schlau, gucken Sie auf den Internetseiten der Ämter, ob sowas gemacht wird, gehen Sie dahin und sagen, Sie wollen einfach mitmachen, damit Sie rechtzeitig, ich sag mal, agieren können und wissen, was die vorhaben. Das, die zielen manchmal, oder das Ziel schießt über der Sache manchmal hinaus. So, und da müssen Sie aktiv sein. Es wird keiner zu Ihnen kommen und sagen, machen Sie da mit. Anders geht es nicht. Ne? Sie müssen aktiv werden. Ja, Sie haben noch eine Frage. Herr Endokram ist mein Name. Fand es natürlich sehr interessant, vier verschiedene Sichtweisen hier vorgetragen zu bekommen. Ich muss aber gestehen, ich gehe jetzt ein bisschen ratlos aus der Veranstaltung raus. Nochmal zurück zu dem eigentlichen Thema. Energie brauchen wir alle, insbesondere elektrische Energie. Ich denke, 4 Kilowatt werden wir hier, oder mehrere Kilowatt werden wir bestimmt benötigen, noch mehr. Windkraft habe ich jetzt gelernt, ist sehr, sehr böse. Ich bin da jetzt noch nicht ganz überzeugt. Herr Alborn hat zumindest Kernkraft erwähnt als zumindest fast fossilfreie Energieträger. Wo soll jetzt die Energie herkommen? Das ist die große Frage. Also klar, sperren ist immer schön. Und solange es Heizpilze da in irgendwelchen Restaurants gibt, die mit Strom betrieben werden, dann haben wir die Elektroheizung, kann es ja auch nicht stimmen, dass der Strom zu billig ist, also zu teuer ist, meine ich. Also mir fehlt jetzt hier, das kann man nicht verlangen von vier verschiedenen Referenten, aber so ein bisschen der Fingerzeig, wo soll es hingehen, wo geht die Reise hin, energietechnisch? Ja, bisher war das relativ klar. Das war bisher ja ziemlich klar. In den letzten 120 Jahren hat Deutschland ein hervorragendes Energieversorgungssystem aufgebaut. Kluge Ingenieure waren das. Deutschland hatte Strom genug zu sehr günstigen Preisen, weil zwei Bedingungen muss eine Energie erfüllen. Sie muss preiswert und immer verfügbar sein, dann, wenn man sie braucht. Und das ist mutwillig zerstört worden. Und jetzt ist der Scherbenhaufen da. Wie kommen wir aus dem heraus, Herr Heidmann und dann Herr Muck? Also ich bin unterwegs unter anderem und halte Vorträge auch vor Schülern und Studenten, so wie es die Möglichkeit das ergibt. Und ich bin mal gefragt worden, wie das aussieht. Sie wollen ja wissen, wo die Reise hingeht. Und dazu muss man auch wissen, wie sie funktioniert, diese Reise der Versorgung. Und da bin ich gefragt worden, wie kann man das Jugendlichen klar oder ganz einfach erklären, wie das funktioniert, dann kann sich jeder selber entscheiden. Ich habe das einfach über ein Bild gemacht, über den menschlichen Körper. Dann können Sie jetzt für sich selber machen. Ihr Herz ist das Kraftwerk. Welches Kraftwerk das auch ist, können Sie sich selber aussuchen. Ihre Adern und Venen ist das Transportnetz. Und Ihre Aktivitäten, ob Sie nun schlafen oder Sex haben oder arbeiten gehen oder was auch immer, das ist Ihr Verbrauch. Und dann müssen Sie aber dazu die Nahrung aufnehmen. Welche Nahrung Sie essen, ob Sie Veganer oder Fleischesser sind, ist mir jetzt egal, aber das ist der Treibstoff, der da reingeht, um Ihr Kraftwerk am Leben zu erhalten. Und dann das einfach nochmal, das erkläre ich den Jugendlichen so. Und dann kann jeder Gehirn das wird das steuern. Und dann kann man sagen, okay, jetzt kommen die zwei Gesetzmäßigkeiten, die Sie auch schon erwähnt haben, die Gesetze der Physik, die Gesetze der Chemie, die Gesetze der Luft, die Gesetze der Atmosphäre, 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 die
Und das müssen Sie mit Ihrem Körper hinkriegen. Das sind die Gesetzmäßigkeiten, die der Staat eigentlich festgelegt hat. Und dann müssen Sie auch noch einen Vorrat haben. Im Gesetz steht drin, 30 Tage Energievorrat müssen Sie halten. Das steht im Energiewirtschaftsgesetz drin. Und jetzt nehmen Sie von den ganzen Produkten, gehen wir jetzt mal vom Essen und Trinken weg, da kriegen wir es hin, da haben wir einen Kühlschrank. Können Sie für 30 Tage Vorrat halten für Wind und Sonne? Gut, nein. Und dann wird es kritisch. Das sind die Bedingungen, das sind die entscheidenden Bedingungen, um dieses Land am Leben zu erhalten, faktisch, weil das im Gesetz schon drinnen steht. So, und dann kann man sich auch sagen, wir können auch andere Produkte nehmen. Aber letztendlich ist es für Krisenzeiten immer gedacht, Sie müssen für 30 Tage Vorrat halten. Für 30 Tage müssen Sie Energie immer am Vorrat halten, ob es ein Kohlewerk, ein Holzhaufen ist oder ein Gasspeicher ist oder eine Tüte Wind. Oder Licht für die Solarpark. Das ist von der Sache her, ist mir das erstmal egal. Aber das sind die Gesetzmäßigkeiten, um dieses Land am Leben zu halten. Welche Kraftwerksform wir denn nehmen, ist denn auch egal. Aber wir müssen das immer als Gesetz nehmen. So haben wir bis jetzt gelebt, bis zu dieser Sekunde immer noch. Das ist alles gleich. Und dann können Sie die Frage sich selbst beantworten, wo wollen wir hin oder wie soll die Zukunft sein? Dann müssen Sie sagen, okay, ich brauche keinen Vorrat mehr für 30 Tage, mir reicht das für 24 Stunden oder für 5 Stunden. Nur um das mal, nur am eigenen Körper kann man das mal klar faktisch mal machen. Dann kann man auch, so wie der Herr sagt, da mit seinen Kindern darüber sprechen. Herr Mock. Ja, ich möchte etwas anderes ansetzen. Wir haben ja bisher einen Strommix gehabt, mit verschiedenen Stromformen, Stromproduktionsformen. Atomkraftwerke scheinen jetzt nicht mehr möglich zu sein. Derzeit werden die ersten rückgebaut. Die letzten drei, werden jetzt auch begonnen, zurückgebaut zu werden. Es wird dann sehr schwierig und teuer, auch personalmäßig, die wieder zu retten, zurückzubauen, also zurückzubauen, dass sie wieder betrieben werden können. Also das wird wahrscheinlich nicht mehr möglich sein. Zweitens glaube ich nicht, dass es Sinn macht, neue Gaskraftwerke zu bauen, weil wir haben ja eigentlich sehr moderne, auch sehr flexible Kohlekraftwerke. Also ich nehme mal nur aus dem Rheinischen Revier, wo ich herkomme, haben wir die Bohrtechnik, Braunkohleoptimierte Anlagentechnik. Das sind Kraftwerke mit 45% Effizienz, die auch sehr flexibel betrieben werden können. Die stehen schon. Ich brauche da keine neuen zu bauen. Die neuen Gaskraftwerke haben ja nicht nur einen hohen CO2-Bedarf und Methanbedarf, sondern auch der Bau dieser Gaskraftwerke ist ja enorm CO2-intensiv. Die müssen ja auch in die Rechnung einbezogen werden. Mit anderen Worten, wenn ich bei Gaskraftwerken die Methanschiene nehme, bis zum Verbrennen des Gases, wo CO2 emittiert wird, und die Methan-Klimagase im Vorfeld hinzurechne, was ich ja eigentlich tun muss, dann ist ein Gaskraftwerk viel klimaschädlicher als ein Kohlekraftwerk, wenn es mit Braunkohle optimierte Anlagentechnik, also Hocheffizienz, betrieben wird. Mit anderen Worten, die Gaskraftwerke brauchen wir eigentlich nicht. Wir sollten sinnvollerweise den bösen Boomern Kohle etwas relativieren und dann vernünftigerweise hocheffiziente Kohlekraftwerke vielleicht weiter zu betreiben. Der zweite Punkt aber, der in der Diskussion vergessen wird, ist ein ganz anderer. Wir machen momentan Wind und Solar mit den Netzkosten, Infrastrukturkosten so teuer, dass viele Nachbarn auf die tolle Idee kommen, rund um Deutschland neue Kraftwerke zu bauen, die sehr viel billiger Strom produzieren als wir Deutschland mit Solar und Wind. Und das hat zur Folge, dass wir wunderbar von der Grenze Deutschlands, von den Nachbarländern in Zukunft mit Strom versorgt werden. Das hat nur folgende Bewandtnis. Jeder Stromimport, den wir dann bezahlen müssen, ist ein Wertschöpfungsexport. Das heißt, wir machen uns nämlich nicht nur abhängig von den Nachbarn, sondern machen uns auch ärmer. Und die Sozialsysteme, die auf die Wertschöpfungsthematik angewiesen ist, die davon finanziert werden, werden dann nicht mehr so viel Geld haben wie heute. Das wird wahrscheinlich die Zukunft sein. Und die Nachbarn können mit Sicherheit preiswertere Kraftwerke bauen, als die teure Energie mit Solar und Wind, inklusive der Netz- und Infrastrukturkosten. Und das wird zu einer dramatischen Kostensituation führen, die ich jetzt nicht weiter ausmalen möchte. Nur eine Folge wird natürlich sein,
dass die Industrie nicht mehr in Deutschland produziert, sondern in den Ländern, in denen es eben preiswertere Energie gibt, was wiederum ein Abwandern der Wertschöpfung zur Folge hat, was wiederum uns finanziell nicht gut aussehen lassen wird. Und dieses Szenario zu Ende gedacht ist nicht schön. Letzter Punkt, ich hoffe allerdings auch sehr stark auf F&E, also Forschung und Entwicklung, wo mit Sicherheit nicht die nächsten 100 Jahre es nur noch Windanlagen geben wird, sondern ich bin mir ziemlich sicher und bin sehr zuversichtlich, dass wir auch verschiedene Arten von Energie finden werden, nicht nur Atom- und Fusionsenergie, sondern hoffentlich auch noch andere Formen, die so hocheffizient sind, dass sie eine Bereicherung eines Energiemixes darstellen. Und das ist ein weiterer Gesichtspunkt, den ich nicht vernachlässigen würde. Aber wie gesagt, die Nachbarn, warum wollen 30 Länder rund um Deutschland neue Atomkraftwerke bauen? Ich halte das für bedenklich, aber natürlich auch mit dem Hintergrund, die extrem teuren Erneuerbaren zu unterbieten. Und dann haben wir so viele Erneuerbare, die wir gar nicht nutzen können, weil von Nachbarn der Strom viel billiger ist. Den nehme ich natürlich dann mit allen Folgen. Ja, von den Nachbarn mit Sicherheit zuverlässiger, wie auch immer, ja. Und der wird auch billiger sein als der Windstrom, den wir in Deutschland produzieren, mit vielfältigen Folgen. Herr Alborn, als Maschinenbauingenieur, können Sie dem folgen so, oder? Also im Ansatz kann ich dem schon folgen. Ja, ich meine, das ist wieder der kirchliche Knotensatz. Und wenn wir zu dumm sind, das zum Geschäft zu machen, unsere Nachbarn machen das zum Geschäft, dann wird das so geschehen. Und die prickelige Situation, in der wir ja schon heute sind, wenn Sie sich die Stromerzeugungsproduktionskurven und Importkurven angucken, dann gehen Ihnen schon heute die Haare hoch. Schon heute. Wir exportieren unseren Strom, wenn die Wind- und Solarstromproduktion groß ist, also namentlich im Sommer, wenn es windig ist, zu sogenannten Negativpreisen. Das ist eine wunderschöne Wortschöpfung, dieses Wort muss ich auf der Zunge zergehen lassen und morgen früh beim Bäcker mal versuchen, die Brötchen zu Negativpreisen zu kaufen. Das heißt, wir entsorgen unseren Strom schon heute. Nochmal, wir haben Produktionskapazitäten für Wind und Solar aufgebaut und müssen unseren Strom entsorgen gegen Gebühr. Also die unseren Strom abnehmen, werden dafür bezahlt. Heute. So. Und was passiert jetzt? Wenn bei uns der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, dann passiert genau das Gegenteil, ja, dann machen die Nachbarn davon ein Geschäftsmodell. Die verkaufen uns aus ihren Kraftwerken, die sie zusätzlich gebaut haben, den Strom zurück, natürlich zu hervorragenden Preisen und machen ein prächtiges Geschäft dabei, ja, und das Ganze zu Lasten der deutschen Stromverbraucher und der Steuerzahler, denn die kriegen genau den Differenzpreis auf die Jacke, ja, mit Verlaub. Es gab mal so ein Geschäftsmodell, ich weiß nicht, ob hier Leute im Saal sind, die DDR von innen kennen. Da gab es so ein wunderschönes Geschäftsmodell, was man hatte. Man konnte also Erdbeeren anpflanzen und die konnte man zum HO-Laden bringen. Und da kriegte man für jede Einheit Erdbeeren 2 Mark. Und die wurden dann für 1 Mark verkauft. Also wer auf Zack war, der kaufte sich die Erdbeeren für 1 Mark und fuhr dann von Worb bis nach Heiligenstadt und hat die dann wieder verkauft. Und hat dann aus dem Erdbeeren, die er für 1 Mark gekauft hat, für 2 Mark wieder verkauft. Genauso funktioniert dieses Geschäft. Wir wissen genau, wie das endet. Das sollte jedem klar sein. Und vor allen Dingen, es ist mir völlig unbegreiflich, dass wir sowas im großen Stil machen wollen. Und jetzt die Produktionskapazitäten noch erhöhen wollen. Ja, da gibt es diesen wunderschönen Spruch. Gestern standen wir noch vor dem Abgrund und heute sind wir den entscheidenden Schritt vorangekommen. Ja, mein Name ist Raphael Furchtner. Ich habe eine Frage, und zwar also bei diesen Windkraftanlagen und der Genehmigung. Hat doch die Bundeswehr sehr oft was mitzureden, dass sie sagen, da kann man jetzt nicht drüber, da kann man jetzt also keine Windanlage bauen, sondern da liegt eine Flugschneise. Das wäre dann gerade was für Sie aus dem Rhein-Sieg-Kreis, ist das Siegburg, oder? Da liegt Hangela, da liegt ja St. Aus in Hangela, ja. Da ist die Bundespolizei. Da ist die GSG 9 und die Fliegerstaffel. Und die werden garantiert diverse extra Flugrechte haben. Können Sie mal kümmern, vielleicht finden Sie was. Herr Mock, bitte dazu. Ja, das ist ein ganz bekanntes Thema. Ich nehme mal folgendes Beispiel.
Es gab einen Erlass in NRW, der sagte, rund um Erdbebenmessstationen müssen 10 Kilometer Abstand eingehalten werden, damit die Messsysteme, die Erdbebenmessstationen nicht durch den Bodenschall der Windanlagen verfälscht werden. Und die Windindustrie hat es aber verstanden zu sagen, das ist völlig falsch, Windanlagen sind so wichtig, dass gewisse Verzerrungen hinzunehmen sind und die sollen sich gefälligst neue Messgeräte kaufen, wie auch immer. Wir wollen auch an 3 Kilometer Nähe an diese Messstation ran unsere Windanlagen bauen. Und so ist das auch mit dem Verteidigungsthema, mit dem Militärthema. Es gab vor 2-3 Wochen eine Verhandlung beim Oberverwaltungsgericht in Münster und da war ein Windprojektierer, der wollte unbedingt 15 Windanlagen bauen in das Militärgebiet, Übungsgebiet der Engländer, die es dort gibt. Und dann hat das OVG gesagt, okay, wir sind zwar nicht der Meinung, dass alle abgelehnt werden müssen, also 5 Anlagen können nicht gebaut werden, aber die anderen 10 Anlagen können gebaut werden, weil das Militär nicht deutlich genug gemacht habe, dass es auf diese Flächen angewiesen sei. Und das in aktuellen geopolitischen Kriegszeiten, man wundert sich schon. Und die Engländer haben wohl, so wie ich das verstanden habe, angedeutet, dass sie zum Bundesverwaltungsgericht gehen wollen, um das klären zu lassen. Mit anderen Worten, die Windindustrie ist der Überzeugung, dass es wichtiger ist, Windanlagen zu bauen, als militärische Übungsgebiete vorzuhalten, selbst in diesen durchaus geopolitischen Krisenzeiten. Und das macht deutlich, welches selbstverständlich diese Windindustrie hat, ja, dass sie sich als Weltretter für alles sieht, als Lösung für alles, selbst in Sachen Krieg. Und das macht mich natürlich wiederum sehr unruhig, weil ich glaube, die Gebiete, die es noch gibt, wir haben ja gar nicht mehr so viele Kriegsübungsgebiete in Deutschland, die sollte man dem Militär durchaus überlassen, um so ein bisschen noch zu üben, weil unsere Bundeswehr schafft sowieso nicht mehr als 4-5 Tage den Feind irgendwo aufzuhalten. Aber das sollte sie vielleicht durchaus noch können, ja, und jegliche Möglichkeit, also nicht mehr zu ermöglichen, halte ich dann schon für suizidgefährlich. Ja? Das nur so als kleine Anmerkung. Ich will damit nur deutlich machen, diese Industrie schreckt vor nichts zurück. Sie sieht ihr Selbstverständnis in einem unfassbaren, unter dem Motto, wir sind so überragend wichtig, wir gehen allen anderen Interessen vor. Dazu würde ich gerne noch eine Anmerkung ja. Beispiel der BUND. Ja, das stimmt. Und NATO auch. Ja. Und bei Greenpeace sowieso. Ne? Und, ja. Und wenn jemand Interesse hat, Douglas hat es vorhin erwähnt, dass er ja, was? Da, so? Ja, dass er den TE-Wecker spricht. Er ist ja so nett, dass er ja noch das Energiewendewetter, die Energiewendewetterdaten durchgibt. Also da wird durchgegeben, wie viel Strom pro Tag Deutschland braucht, wie viel liefert Wind, wie viel liefert PV, wie viel liefern die konventionellen Kraftwerke und wie viel wird jetzt importiert oder wie viel verklappen wir. Über den Sommer letzten Jahres haben Sie ja sogar noch netterweise die Summen genannt. Ne? Also, so, also das ist halt eine Erleichterung, das kann sich ein jeder auch selber heraussuchen aus den diversen Charts, Energy Charts, Electricity Map und auch Agora Energiewende. Aber wenn man es so bequem serviert bekommt, wäre das zum Beispiel auch für alle eine Argumentation, was für ein physikalischer Schwachsinn mit gigantischem Flächenfraß und gravierendsten Folgen für Flora und Fauna Wind und Solar haben. Vielen Dank. Ja, zu dem Thema militärische Aspekte bei den Windkraftanlagen oder Schutzflächen fürs Militär will ich eine kleine, humoristische Bemerkung machen. Ich glaube, es gibt keinen besseren Angriff gegen Luft, keinen besseren Schuss gegen Luftangriffe als Hunderttausende von Windrädern. Da kommt keine Drohne mehr durch. Gut.
Gut, ich bedanke mich für die Fragerunde. Energiewende oder Energieende war die Diskussions, das Diskussionsthema. So, jetzt zum Abschluss habe ich eine etwas schwierige Aufgabe an die Referenten. Ich hätte gerne ein Abschlussstatement, aber von einer Minute Länge maximal. Energie, fangen wir bei Herrn Hornsteiner an. Energiewende oder Energieende? Was denken Sie? Das Bild, wie es sich uns aktuell präsentiert, glaube ich, geht eher in Richtung Energieende. Unsere gesamte Infrastruktur hat sich anscheinend angepasst an ein Klima ohne Winter im Wesentlichen. Aber wenn wir wieder mal zu Verhältnissen zurückkommen werden, wie wir sie vor 30, 40, 50, 60 Jahren hatten, dann werden wir sehen, dass unsere Windräder und Solarparks überhaupt nichts nützen, sondern dann werden wir hier Zustände erleben wie nach dem Krieg. Die gesamte Infrastruktur wird am Boden liegen. Also von daher würde ich sagen, nicht Wende, sondern leider gehen wir eher auf das Ende zu. Ich bin zwar kein Berufspessimist, aber ich kann das jetzt nicht optimistischer sehen. Vielen Dank für die klare Aussage. Und Herr Alborn? Diese Energiewende ist schon lange gescheitert. An den Gesetzen der Physik, an den Gesetzen der mathematischen Statistik und Stochastik und an den Gesetzen der Ökonomie. Das ist ganz einfach. Diese Energiewende ist ohne Speicher nicht machbar und mit Speichern nicht bezahlbar. So einfach ist das. Und daran ist sie gescheitert. Herr Heidmann, Energiewende oder Energieende? Also ich sehe es eher so, dass es weitergeht. Also ich sage es jetzt nicht, dass es ein Ende ist, aus dem einfachen Grunde, solange wie nicht erkannt wird oder unsere Jugend das nicht erkennt, das ist für mich absolut das Entscheidende, und der Bildung das nicht kommuniziert, wird es weitergehen. Ob es denn ein Ende gibt oder wie das Ende aussieht, mache ich mir nicht ausmalen, aber das ist für mich der entscheidende Punkt. Es wird bis zum Schluss so weitergehen. Herr Mock, Energiewende oder Energieende? Es wird eine sehr, sehr teure Energiewende. Wir werden weiter große Teile der Industrie verlieren und wir werden einen großen Verlust an Artenschutz und Biodiversität erleben. Denn was heute leider nicht so richtig diskutiert wurde, was ja unten dazu kommt, ist der Verlust an Biodiversität, und zwar schon beginnend bei der Rohstoffgewinnung für die ganzen Rohstoffe der Windanlagen. Da werden Riesenflächen zerstört, die auch die Biodiversität betrifft, wie auch bei uns, weil wir haben ja eine sehr flächenbedarfsorientierte Industrie mit Wind und Solar, während man bei klassischer Industrie sehr wenig Flächebedarf hat. Und diese Fläche geht massiv zulasten der Biodiversität. Und das ist meine große Sorge, dass wir also zwei Verlierer haben. Einerseits die Bevölkerung mit wahnsinnigen Kosten, Verlust der Industrie und Verlust Reichtum der Biodiversität, was auch für die Jugend meines Erachtens etwas wäre, wo man viel besser auf die Straße gehen sollte. Ja. Danke. Vielen Dank. Energiewende, also ein Thema ohne Ende, das gäbe noch sehr viel zu sagen. Ich hoffe, einige Argumente sind hier angerissen worden, und ich bedanke mich fürs Kommen und ich bedanke mich fürs Zuschauen und auf Wiedersehen bis zur nächsten Diskussion Fortschritt in Freiheit. Die Begriffe liegen so nah. Ja, ich bedanke mich auch im Namen der Diskutanten und dir, lieber Holger, für die wunderbaren und vielfältigen und fachlichen Informationen. Ich danke Ihnen, dass Sie so lange zugehört haben. Ich muss auch sagen, es wird alles, niemand bekommt dafür ein Honorar. Also die sachkundigen Bürger hier haben ihre Freizeit geopfert, um auch hierher zu kommen. Und
Wie ich weiß, haben sich einige auch noch zum Essen angemeldet, um hinterher auch noch mal noch mehr Fragen stellen zu können. Und ich denke, Sie werden jetzt zu dem Restaurant fahren und wir machen uns dann auch auf den Weg und sehen uns zum Teil auch dann gleich noch mal wieder. Und ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg.